Also, wir haben hier mal einen Link gepostet, irgendwo in den Kommentaren zu finden, wo Sie raufklicken sollten, wenn Sie Probleme beim Texten haben. Also wir bekommen gleich natürlich hier wahrscheinlich die Hammer-Mega-Tipps von Mario und niemals wird Mario durch eine künstliche Intelligenz arbeitslos werden. Wir haben aber mit Sam Henny einen besonderen Deal vereinbaren können, dass sie die Software von Sam mal 2 Monate kostenlos testen. Also eine längere Testfahrt ist quasi unmöglich. Und das ist eine Software, die erstaunlich gut Texte erstellt. Und zwar für jeden Kram. Ja, Mario guckt. Ich bin selber auch überrascht gewesen über die Qualität der Texte und vor allen Dingen überrascht gewesen über die, wie soll ich es drücken, über die Möglichkeiten, seine Anforderungen anzugeben. Also man kann einen Text eingeben und sagt, hey, ich möchte gerne einen Landingpage-Text haben, der besonders marktschreierisch ist, oder ich möchte einen Blog-Text haben, der sehr sachlich ist. Mach mir ein paar Textvorschläge und so kann man sich damit ein paar Klicks durchklicken, um Blogbeiträge zu erstellen, Newsletter-Texte zu erstellen, Landingpage-Texte zu erstellen, sich ein Freebie erstellen zu lassen. Das funktioniert so, das ist eine große Software, die 10% des gesamten Internets eingelesen hat und weiß quasi Antwort auf alle möglichen Fragen. Ist auch super für so eine stinknormale Textrecherche. Also, wenn Sie Probleme mit dem Texten haben, besuchen Sie copycockpit.com und dann auf jeden Fall unter den Link, den wir angegeben haben. Wie gesagt, 2 Monate gratis, keine kostenpflichtige Verlängerung. Ich glaube auch keine Eingabe von irgendwelchen Zahlungsdaten und so weiter. Auf jeden Fall ist das hier ein Hammer Entgegenkommen von dem Sam Henny. Der das hier für unsere Kunden und Tester bereitstellt. So, das mal dazu, kurz vorweg. Jo, die Zuschauerzahl wächst und wächst. Wir sind immerhin schon bei 38. Das ist super. Auch so eine generelle Frage, ne? Was sagst du über das Streaming via YouTube, Mario? Wie ist deine Meinung dazu? Oh, Empfang ist weg. Ich höre nichts. Jetzt seid ihr beiden weg. Ich bin der Jetzt Einzige, der noch da ist. höre ich dich. Ja, Ja, jetzt sehe super. ich aber auch nur mich. Ja, das ist in Ordnung so. Wie gemacht die Regie? Du bist jetzt gerade im Rampenlicht. Ah, okay, ich werde. Ja, also ich bin ein ganz großer Fan von YouTube-Livestreamings und wie man das vielleicht sogar sehen kann, habe ich extra sogar meine Ausrüstung verändert, um regelmäßiger zu streamen. Angedacht war sogar mal zweimal im Monat live zu gehen, was auch jetzt wieder passieren wird. Und es gibt von YouTube-Seiten aus alles praktisch wie so ein roter Teppich, der einem da ausgelegt wird. Die Bedienung ist sehr einfach. Du brauchst keine besondere Technik. Ich mag es halt immer, dass es optisch einen gewissen Look hat. Ich will, dass dieser Look immer wieder erkennbar ist, aber das muss theoretisch nicht sein. Du gehst einfach mit deinem Handy in den Livestream. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es ein mega Mehrwert ist für die Community. Und deswegen finde ich die Dinger total klasse. Was ich halt immer gerne mache, ist die Kombination aus, hey, was interessiert dich eigentlich? Keine Ahnung warum. Leider ist der Empfang wieder weg. Also Sound ist abgehackelt. Vielleicht liegt das auch an mir. Wiebke, hörst du ihn? Nein, ich höre Mario, also habe den Rest auch nur sehr abgehackt gehört. Okay, ich gucke mal gerade nach meiner Leitung, als ob was bei mir nicht in Ordnung wäre. Ich habe volle Power. Ja, Ja, 17 lass. Kinder, die alle parallel YouTube streamen. Ja. Also, ach, läuft das jetzt gerade im YouTube-Stream? Ja, wir sind Ja. schon Streamt ihr live. das jetzt über YouTube? Ja. Okay, da kann wir sind ja alles Mac-User, ne? Glaube ich. Nein. Wiebke, du hast auf jeden Fall. Nein? Du Wiebke, nicht mehr. ja. Okay, weil da gäbe es iCam Live. Ich habe bis jetzt noch keine stabilere Software gehabt für solche Sachen. Ich Habe nutze ich das auch. von Frank Kern gehört, der mir ja geantwortet hat. Wie war Ach das was. Ohren niemals waschen? Ganz genau. Never. Genau. Aber warum kein Zoom? Das wäre unmöglich.
Frag mich nicht, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Christian ist Fan von Ja, achso, okay. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die YouTube-Stream total klasse ist. Macht einfach, ist das mit dem Frank auch über YouTube gewesen? Ich habe ihn über Facebook gesehen, aber dein Empfang ist wirklich echt gerade brutal. Ich habe volle Power, also ich habe komplett, meine Internetleitung ist voll da. Dann ist es Aber du manchmal die bist im Rechenleistung. Standbild. Ja, Standbild. Und der Ton ist eher so wie durch die Blechdose. Okay, und der Ton ist das hier. Na, jetzt geht's wieder. Vielleicht Du sollte ich bewegst mal. dich auch wieder. Jetzt ist er weg. Ja, wir haben 14 Uhr und dann wollen wir hier bald mal loslegen. Wir warten jetzt noch eine Minute, 14:01 Uhr. 64 Zuschauer, immerhin, wow. Das Video werden sich auch noch einige Leute anschauen. Und die große Frage, worum geht es hier? Ja, die ganz große Überschrift ist hier das Thema Landing Page Challenge. Also wir wollen Sie dabei unterstützen, eine Landing Page mit Quenten zu bauen. Das haben wir uns was einfallen lassen. Und zwar erst einmal, Ihre Aktivität wird belohnt. Ja, wenn Sie es bis zum Ende dieses Streams schaffen, eine fertige Landingpage zu bauen und uns den Link hier posten und zu dem Link einmal ganz kurz Ihren Namen oder die Host-ID. Nee, das die Host, wir finden das raus. Nur der Link reicht uns vollkommen aus. Dann haben Sie schon die Chance auf den Gewinn einer mördermäßigen 50-Euro-Zwille. Genau, Wiebke, zeig mal, man sieht nur die Hälfte, ja, du denk dran, du bist Programm im Bild. Jetzt hängt auch Wiebke, also Jetzt hängt Leute. auch Wiebke, genau, also eine wirklich. Keine Streaming-Software für einen Browser. Das ist einfach falsch. Wenn ich das mal so einfach reinwerfen darf. Ja. Ich sehe mich sehr flüssig. Nee, wir sehen dich nicht so flüssig, aber egal. Also, wir verlosen. Unter allen Leuten, so jetzt ein bisschen die gute Laune zur Seite packen, es geht hier jetzt an den Ernst der Sache. Wir Los. verlosen, Jürgen sehe ich auch gerade da, unter allen Leuten, die eine Landingpage erstellen, hier fünf dieser Zwillen. Ja, also fünf dieser Zwillen werden heute verlost für die Leute, die eine Landingpage erstellen, die heute mit dabei sind. Und ich sag mal nochmal, drei Stück im Nachgang für diejenigen, die uns per E-Mail den Link zu ihrer Landingpage senden. Also insgesamt versenden wir heute acht, verlosen wir im Rahmen dieser Challenge bis, ich sag mal, morgen Abend acht Zwillen. Fünf machen wir jetzt live und drei nochmal dann im Nachgang. Dafür erwarten wir überhaupt gar nicht viel, sondern einfach nur, dass eine Kampagne eröffnet wird und eine Landingpage erstellt wird und sie muss ein bisschen ernsthaft gemacht werden. Das heißt also nicht, dass hier jeder Teilnehmer von null an beginnen muss. Man kann auch Vorlagen nutzen, aber es muss ein bisschen Text rein. Es muss eine funktionierende Landingpage sein, die auch ja, zu ihrem Business passt oder zu ihrem Geschäftsmodell oder wie auch immer. Also es muss für ihr Business in irgendeiner Form Sinn machen. Damit wir das schaffen, haben wir uns genau diese Challenge hier überlegt und die wird wie folgt aufgebaut sein. Mario hat es eilig, der muss um 14:30 Uhr wieder weg sein und übernimmt hier ein bisschen den Tipps und Tricks-Part, wird uns seine besten Geheimnisse erzählen zum Thema Landingpage-Copy vor allen Dingen, wird ein bisschen erzählen, was gerade funktioniert. Das Gute ist auch, Mario ist nicht ausschließlich im Also, wer hier von uns nicht spricht, sollte das Mikrofon stumm schalten. Er wird uns hier ein paar Tipps und Tricks geben zum Thema Copy. Mario ist nicht nur im Bereich, ich sag mal, Marketing, Online-Marketing unterwegs, sondern auch im Bereich Abnehmen und hat, glaube ich, schon alles Mögliche an Nischen gemacht und kann hier als erfahrener Werbetexter sicherlich gute Tipps geben. Und dann danach gehe ich dann rüber hier in den Modus, wo Sie mir über die Schulter schauen können und wir dann nochmal durch die
Technik gehen, ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ich selber freue mich auch damit an. Zum Beispiel gestern habe ich mal so dieses Thema, wie sieht die Seite mobil aus, wie sieht sie auf dem Handy aus, bearbeitet. Und da würde ich gerne heute auch hin, also so Grundfunktionen erklären und ein paar Kniffe, die man mit der Software machen kann. In diesem Sinne würde ich jetzt einfach an Mario übergeben, der hier, wie gesagt, eine begrenzte Zeit hat. Mario, hier als kleines Dankeschön, kannst du natürlich auch ein ganz bisschen Eigenwerbung machen, vielleicht den Leuten mal sagen, wo sie dich finden können oder was du gerade Cooles hast, und dann hau raus mit den Tipps. Ich schalte mich jetzt erstmal hier stumm. In Ordnung, alles klar, ich übernehme. In der Kürze der Zeit habe ich einiges zusammengefasst an, sagen wir, Best Practices, also an Aufgaben, an Prinzipien für Landingpages, die jeder für sich übernehmen kann, und noch so zwei, drei kleine, sage ich, ich nenne die immer Geheimnisse, ja, was eigentlich kein Geheimnis ist, aber wir sprechen gleich im Kurzen drüber, dann wird es klar. Ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm freizugeben und zeige eine Landingpage. Und zwar ist das meine aktuelle Landingpage für ein Webinar. Was, jetzt kann man sehen, das sieht sehr gut aus. Okay, also was ich von Anfang an erst einmal demonstrieren will, ist ein Grundaufbau einer Landingpage. Da könnt ihr nichts falsch machen. Ich duze übrigens, ich hoffe, das ist vollkommen in Ordnung. Das habe ich mir so angewöhnt in 11 Jahren, die ich das jetzt mache. Ist der grundsätzliche Aufbau einer Landingpage, der einfach nicht verändert werden muss. Auch wenn wir jetzt hier unten ein bisschen was sehen, bitte ich euch, das mal kurz auszuklammern und nur auf den oberen Teil zu konzentrieren. Wir sehen hier eine Überschrift, ja, die ist über die gesamte Breite, wie man hier schön sehen kann. Und wenn man das sich hier genauer anschaut, sind das 2 Spalten. Und das ist ein gesamter Aufbau für eine Landingpage. Mehr muss das im Grunde genommen gar nicht sein. Das heißt also, entweder auf der linken Seite befindet sich ein wenig Text, wie man das hier sehen kann, ein Call to Action, das ist der Button, der deutlich sich von der gesamten Landingpage abhebt. Im Idealfall kommt jemand auf die Landingpage und erkennt den sofort als Button. Sehr häufig werden auch einfach weiße Landingpages eingesetzt, wo ein orangener Button drauf ist oder ein grüner. Und dann ist die Überschrift schwarz. Das heißt also, vom Grund her muss überhaupt nicht wirklich farblich sein. Es kann einfach 2 Spalten sein. Rechts entweder ein Video, aber eher noch ein Bild. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass vor allen Dingen bei solchen Landingpages, wo es wirklich darum geht, einfach die Anmeldung zu bekommen, dass dort ein Bild viel besser ist. Und dieses Bild habe ich deshalb gewählt, weil mein Blick nach links fällt. Und wir Menschen folgen zuerst in einer Lesekurve dem Bild und von dort aus schauen wir, was denn dort sich abspielt. Und dann soll es nicht irgendein Bild sein, sondern in der Regel ein Mensch, eine Person, ein deutlich erkennbares Gesicht, ein Gesichtsausdruck, das wahrscheinlich auch am besten eine Emotion enthält oder zum Ausdruck bringt. Hier sieht man ja, ich bin offensichtlich etwas überrascht oder in der Richtung ist das angesiedelt. Und dieses Bild passt emotional zu dem, was ich hier sage. Wir sprechen gleich drüber. Erstmal, es muss zwingend nicht ein Bild von dir sein. Es kann auch ein Bild von ein Stockfoto sein, zum Beispiel von Canva.com. Ich nutze gerne Canva.com. Das kostet, also das gibt es auch gratis. Das kostet 70 Euro im Jahr. Muss man gar nicht nutzen, um ein solches Bild hier zu verwenden. Ich erzähle es nur deswegen, weil ich ein gigantischer Fan bin. Du kannst mit Canva alles, was du fürs Internet machst, abdecken, von Banner bauen, E-Cover erstellen, Videos etc. Nur mal so als kleiner Nebenhinweis. Und dann habe ich also ein Bild und dieses Bild packe ich persönlich immer auf die rechte Seite und dann schaue ich nach links. Und hier steht eine Überschrift. Und da ist jetzt schon mal ganz klar, dass diese Überschrift natürlich Neugierde erwecken soll. Ist logisch, sie soll neugierig machen. Merkt euch das für den Eintrag mit der E-Mail-Adresse. Bitte nicht zu viel aussagen. Nicht zu viel verraten, keine Lösung versprechen, sondern die Lösung kommt nach dem Eintrag mit der E-Mail-Adresse. Das hier ist für mein Webinar übrigens, man sieht es, es ist brandaktuell, findet am 2.12. statt, um 20 Uhr. Und da sage ich, der E-Mail-Evolution-Workshop mit dem Potenzial, jeden Euro in 37 Euro zu verwandeln.
Das macht sehr stark neugierig. Übrigens wird das folgendermaßen gelesen. Die Lesekurve zielt auf das Bild. Wenn das hier unten nicht da wäre, würde zuerst aufs Bild geschaut werden, dann auf die Hauptheadline. Und bevor dieser Teil gelesen wird, wird erst einmal die sogenannte Augenbraue gelesen, also die Dachheadline. Und da wird dann, da liest dann der Teilnehmer geschlossen für Teilnehmer, der Besucher liest dann geschlossen für Teilnehmer seit 15 Monaten jetzt endlich wieder verfügbar. Und das ergibt so schrittweise ein Gesamtbild. Also, er schaut sich das Bild an, er liest die Hauptheadline, er liest die Dachheadline, liest noch einmal die Hauptheadline und liest dann das. Das ist die Lesekurve. In diesem Webinar erfährst du, wie ich als Einzelkämpfer 350 bis 700 Euro am Tag mit E-Mails verdiene, in einer kleinen Liste und warum viele das Wort Funnel falsch erklären. Hier gehe ich hin und erwähne einen Einwand, aber ich habe doch gar nicht viele Leads. Das ist das, was ganz viele glauben, wenn sie mit E-Mail-Marketing anfangen. Großer Trugschluss. Ich nehme euch jetzt schon mal was vorweg, weil wir heute hier in so einem kleinen Crashkurs-Thema sind zum Thema Landingpages. Was danach folgt, was ich teilweise auch im Webinar dann auflöse, ist das Beispiel, wenn du Da Vinci-Häuser verkaufst. Ich habe einen Kunde, der verkauft 4 Da Vinci-Häuser. Und wenn er 10 Leads hat und davon kauft einer ein Da Vinci-Haus im Jahr und er hätte die 10 Leads nicht direkt angemailt, dann wäre das natürlich für die Katze. So, also das ist der Gedanke dahinter. Die Technik, die ich hier anwende, dient tatsächlich genau dazu, ein deutliches Versprechen zu machen, dessen Auflösung ich aber erst natürlich gebe im Webinar. Ist ja ganz klar, dafür ist es auch gedacht. Das heißt also Neugierde erwecken, aber einfach nicht so viel preisgeben. Das Potenzial, jeden Euro in 37 Euro zu verwandeln, ist sehr laut und sehr stark. Wenn du ein solches Versprechen machst, solltest du in der Lage sein, das auch wirklich zu beweisen. Und das ist etwas, was ich für so eine Landingpage immer empfehle. Das nennt man Secret Lead. Ich bin Verkaufstexter, ich sage gleich noch 2-3 Takte dazu. Und die Technik nennt sich Secret Lead. Hört sich komisch an, ist aber tatsächlich eine Technik, die dafür sorgt, so viel Interesse mit einem Geheimnis zu erzeugen. Denn offensichtlich weiß ich hier etwas, was mein Kunde, mein Zielkunde, der sich mit der Thematik auseinandersetzt, nicht kennt. Und das nennt man Secret Lead. Und es ist auch in der Tat so, logischerweise, sonst wäre ich nicht mit meinen 11 Jahren Berufserfahrung da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht über etwas mehr Fachwissen verfügen würde, als den Menschen, denen ich diese Informationen ja näher bringe. Jetzt gilt es für mich nur darum, genug Interesse zu erzeugen, ohne preiszugeben, worum es geht. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Wer sich mit seiner Branche befasst, der wird immer wieder wissen, dass es etwas gibt, was sein Kunde nicht kennt. Ich war in meinen 11 Jahren Verkaufstexter in unzähligen Branchen unterwegs. Daniel hat es eben schon angekündigt. Ich habe Schmuck verkauft. Ich habe für ein Luxus-Auktionshaus geschrieben, für jemanden, der mit Waffenschränke rummacht. Der war bei mir auch mal im Coaching. Der hat also Waffenschränke im Angebot. Und da mal als Beispiel, der Kunde wusste nie, warum er Probleme mit seinem Waffenschrank hat. Er kriegt den nicht mehr richtig auf. Der macht Geräusche, der piepst. Und das ist, da haben wir herausgefunden, dass die Batterie leer ist. So eine kinderleichte Lösung, aber die Kunden wussten das nicht. Die haben also einen Waffenschrank mit einer Zahlenkombination und der hat Probleme gemacht. Und das lag schluss einfach nur daran, dass die Batterie gefehlt hat. Und dafür haben wir einen Lead Magnet erstellt. Das war eine PDF-Seite. Probleme mit deinem Waffenschrank, kriegst du den mehr auf, macht er diese und jene Probleme, ja. Wechsel deine Batterie. Das war das, was der Lead dann bekommen hat, der Kontakt. Und vorher haben wir gesagt, ich kann dir genau sagen, wie du das Problem mit deinem Waffenschrank löst. Trag dich hier ein. Ja? Und Gleiches gilt für verschiedene Branchen. Ich hatte jemanden aus dem Instagram-Influencer. Und er wusste, 2019 war das, glaube ich, gewesen, dass du wieder Reichweite aufbauen konntest mit deinem Instagram-Account, indem du dir Stories angeschaut hast. Also im wahrsten, das ist heute nicht mehr so, also falls es jetzt jemand versucht nachzumachen, das ist nicht mehr so, aber damals war das so, du bist zu großen Influencern hingegangen und hast dir Stories angeguckt. Einfach weil du selber interagiert hast mit anderen großen Instagram-Accounts, hat Instagram deine Reichweite auch wieder erhöht. Das wusste er
Und somit haben wir selbstverständlich auch so eine Landingpage gebaut, die war fast exakt so aufgebaut und da stand dann drin, wie du augenblicklich, ohne viel Geld auszugeben, mit der einfachsten Methode schnell wieder deine Reichweite erhöhst. Zack. Und dahinter war wieder ein und dahinter war einfach nur die Erklärung, setz dich hin, guck regelmäßig Stories. Das hat dann Instagram irgendwann wieder den Riegel vorgeschoben. Aber wie gesagt, der Grund-Landing-Page-Aufbau war im Großen und Ganzen exakt dasselbe, bis auf diesen unteren Teil hier. Ja, der untere Teil hat komplett gefehlt. Es war eine einfache Landing-Page. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel PageRank, das hier ist jetzt in meiner E-Mail-Liste und hier senden jetzt auch einige Partner mit drauf. Da habe ich ein paar mehr Informationen, aber ich teste immer wieder, diese Informationen komplett wegzulassen gegen einfach das, was ihr hier im blauen Bereich seht. Mein Haupttipp, den ich für den Landingpage-Bau geben kann, ist, sich nicht lange damit aufzuhalten. Verwendet mehr Zeit darauf, herauszufinden, was will denn der Kunde, was weiß der Kunde und was weiß er nicht, was ich aber weiß. Die klassischen Fragen ist herauszufinden, was weiß mein Kunde, was weiß er über sich, was weiß er über die angebotenen Lösungen und was weiß er über den Wettbewerb. Dafür haben wir das beste Tool, das beste in einschlägigen Foren zum Beispiel. Wir können Kunden direkt befragen. Wenn du einen Kundenstamm hast, kannst du deinen Kunden direkt befragen. Ja, das heißt, sich ein bisschen auszukennen in seinem Markt, was braucht der Kunde, was will er haben und was kann ich ihm anbieten und das Ganze dann mit einer Überschrift, einer Unterüberschrift, einem Button und einem Bild. Vielleicht noch Bullet Points, also Aufzählungspunkte, auch das ist möglich. Der Ton ist schlecht, kriege ich mit. Ja, ich hoffe, es gibt eine Aufzeichnung, weiß ich jetzt gar nicht. Und da wäre der Ton besser. Bei einer Live-Übertragung weiß man nicht so genau. Ne? Okay, aber ich kann nicht anders. Ich habe also keine Möglichkeiten, jetzt den Ton anzupassen. Deswegen fahre ich jetzt mal fort mit dem, was ich sagen will. Es ist wie, als wenn du in einen Bahnhof-Kiosk gehst. Du gehst da rein, dann springen dich zuallererst die Überschriften an. Das Erste, was du liest von Magazinen, Zeitschriften, von Büchern, sind Titel und Überschrift. Das heißt, ich kann jedem Einzelnen nur die Empfehlung aussprechen, sich ein bisschen mehr mit dem Thema Überschriften zu befassen. Und da hilft dabei, ein bisschen in den Foren zu stöbern und mal zu gucken, was die Leute so erzählen. Ich habe in einem Forum in meiner Texteausbildung haben wir über das Thema Sprachen-Apps oder das Gesamtthema in dieser Texteausbildung ging um Sprachen-Apps. Ich habe meinen Auszubildenden die Aufgabe gegeben, einen Verkaufstext zu schreiben und eine neue Sprachen-App zu etablieren. Die hatte eine besondere Positionierung, spielt keine Rolle. Aber es ging darum, überhaupt erst einmal herauszufinden in Foren, wo stehen denn die Leute, wenn es ums Thema Sprachenlernen geht? Wie alt sind die Leute? Was wollen die denn eigentlich lernen? Was für Erfahrungen haben die mit bestehenden Sprach-Apps? Und da gibt es ja einschlägige Namen. Und da war ein Teilnehmer, das war der Bernd. Und ich habe den Herrschaften gesagt, manchmal kann man das tatsächlich fast 1:1 übernehmen, auf der Landingpage, im Verkaufstext, was die Leute bei den Sprachen, in den Forenbeiträgen sagen. Und das hat er so gemacht. Der hat das einfach halbwegs umgebaut und in seinem Verkaufstext hat er tatsächlich einen kompletten Teil von Foreneinträgen genutzt, weil die liefern dir ganz genau das, was sie eigentlich wollen. Ja, okay, ich habe die Sprachen-App benutzt, aber das war so ein bisschen, du musst halt ein paar Fragen beantworten, hier ein bisschen tippen, aber keine Sprachpraxis. Niemand war da, der mit mir mal überprüft hätte, ob ich eine Sprachpraxis habe. Und das ist einer der häufigsten Einwände gewesen für Kunden, die Sprachen lernen wollen. Und das konnte man in Foren ermitteln und das können ganz viele. Also das gibt im Internet gibt es tausende Foren dazu. Und da kann ich empfehlen, ein bisschen Keyword-Analyse zu machen. Ich zeige euch das jetzt mal. Ihr geht als allererstes mal hinsetzen, weißes Blatt Papier aufschreiben, wie kann denn jemand nach dem, was ich anbiete, suchen. Das kann auch ein Affiliate, der zum Beispiel ein Angebot, zum Beispiel Quentin bewirbt. Ja, also wenn ich jetzt als Affiliate ein E-Mail-Marketing-Produkt bewerbe, dann frage ich mich natürlich, wonach sucht denn derjenige? Erstens, mit E-Mail-Marketing kann ich natürlich automatisieren. Klar, das ist ein Thema. Aber überhaupt
zurückbringt. Das meiste von allen Werbekanälen. Das ist doch ein starkes Argument für jemanden, der über das Internet Geld verdienen will oder mit seiner Firma über das Internet Werbung machen will und den häufigeren Kontakt zu seinem Kunden sucht. Und das funktioniert mit E-Mail-Marketing perfekt. Und da kann man dann auf die Suche gehen. Ich könnte zum Beispiel eingeben, Marketing-Automation. Ich weiß natürlich, dass meine Kunden das danach suchen. Und dann setze ich das in Anführungszeichen. Also, ich gehe her bei Google, gebe das Keyword ein, was ich mir auf mein weißes Blatt Papier geschrieben habe. In dem Fall nehme ich einfach mal Marketing-Automation. Wisst ihr was? Wir machen es noch viel, viel leichter. Wir machen es viel leichter. Wir machen es für alle besser nachvollziehbar. Wir gehen nämlich in meine Branche abnehmen. In meine Branche abnehmen am Bauch. Das ist deshalb für jeden einfacher nachvollziehbar, weil ungefähr jeder zweite Deutsche einmal in seinem Leben darüber nachdenkt, irgendwie mal ein paar Pfund zu verlieren. Deswegen kann das jeder besser nachvollziehen. Also geht ihr her, habt ein weißes Blatt Papier, ihr seid in der Diätbranche, kommt auf die Idee, okay, da wollen die Leute wahrscheinlich am Bauch abnehmen. Also wäre wohl ein Keyword abnehmen am Bauch. Also gehe ich zu Google und prüfe mal, ob das auch so ist. Und in dem Moment, in dem ich das bei Google eingebe, ohne Anführungszeichen, bekomme ich hier Variationen. Das sind Variationen, die Menschen tatsächlich so bei Google eingeben. Genauso. Und das ist der erste Indikator, das erste Indiz dafür, okay, die Leute suchen danach. Jetzt will ich es aber doch genauer wissen. Ich setze das in Anführungszeichen, Leerzeichen und tippe dahinter einfach Forum. Das ist das ganze Schauspiel. Und dann gibt mir Google das Ergebnis aller Foren zu Menschen mit dem Thema Abnehmen am Bauch. Und jetzt gehe ich auf die Jagd und finde, Abnehmen am Bauch ist eine Webseite. Ah, Urbia ist eine Webseite, GoFeminine ist eine Webseite, Abnehmen Forum. Offensichtlich gibt es ganze Foren zu diesen Themen, jawohl, und dann klicke ich mich da rein. Und was ihr jetzt machen müsst, liebe Leute, ist nichts weiter als ein bisschen Fußarbeit. Dafür muss man nicht studiert haben, nicht besonders intelligent oder talentiert sein. Derjenige, der sich hierher setzt und gewissermaßen vielleicht eine Stunde Fleiß investiert und mal durch die Beiträge springt und mal liest, der wird ratzfatz sofort wissen, was er auf seiner Landingpage schreiben muss. Sofort. Ich gehe das mit euch jetzt nicht durch. Ich kann jedem nur empfehlen, nehmt euch mal das Keyword abnehmen am Bauch, setzt es in Anführungszeichen, setzt Forum dahinter, so wie ich gerade gezeigt habe, und lest mal, was ihr für Informationen bekommt über die Menschen, die am Bauch abnehmen wollen. Und wir wollen ihr eine Lösung präsentieren. Genauso wie der Mann mit dem Instagram-Account. Die Leute hatten Probleme mit ihrer Reichweite. Die haben natürlich auch bei Google nach Instagram-Reichweite erhöhen gesucht. Und er hatte doch die Lösung. Er wollte die Lösung aber nur gegen Eintrag mit seiner E-Mail-Adresse liefern. Und deswegen hat er gesagt, ganz einfache Lösung, kostet kein Geld, schnell umsetzbar, zack, zack. Ne? Und hat dann seine PDF ausgeliefert. Das bedeutet, erstens, die Vorarbeit ist nur Fleiß. Da muss man nicht besonders für talentiert sein, lesen. Zweitens, die Landingpage muss nicht besonders kompliziert aufgebaut sein. Eine Grundstruktur ist Überschrift, zwei Spalten, rechts das Bild, links die Überschrift und dazu ein Button. Dann klar, das ist ja das, was ihr weggibt, der Freebie, E-Book, Videos oder eben nur eine einfache PDF. Der berühmteste Lead Magnet stammt von einem ganz großen aus der Dating-Branche. Auf der Dankesseite einfach einen Absatz. Sein Name, Evan Pagan. Er hat Männern geholfen, die schüchtern waren, seine Traumfrau kennenzulernen. Und er hat dem Mann versprochen, ich zeige dir, woran du erkennst, dass die Frau, mit der du gerade zusammensitzt, mehr Nähe will, geküsst werden will. Und das hat er einfach auf der Dankesseite mit einem Absatz beschrieben. Wenn die Frau anfängt, sich in den Haaren zu spielen und lächelt und so ein bisschen Augenaufschlag, dann ist es soweit, etwas mehr Nähe aufzubauen. Das ist ein Lead Magnet. Also denkt nicht in Quantität. Überlegt euch, wonach sucht der Kunde? Wie finde ich ihn zu beobachten? Eben das, was ich euch gerade gezeigt habe. Und wenn ihr das lest, werdet ihr ganz, ganz, ganz schnell wissen, was diesen Menschen fehlt und was man geben kann. Das ist so mein. Eine Landingpage nicht zu kompliziert, zwei Spalten,
Dachheadline, rechts das Bild, links nochmal eine Unterschrift, Unterüberschrift wie das hier und ein Button. Auf die Suche gehen, wonach euer Kunde suchen würde. Das spielt keine Rolle, ob du reiner Affiliate bist oder ob du ein Produkt im Angebot hast. Spielt keine Rolle. Suchen in den Foren. Das Keyword, erstmal herausfinden, ob es eins gibt. Ja, wer aufgepasst hat, der hat gesehen, dass ich bei mir in Google hier ein Keyword-Tool habe, das heißt Keywords Everywhere. Das kann man sich übrigens über den Google Chrome Browser installieren. Wer das wissen will, wie das funktioniert, solche Dinge, das sind übrigens Sachen, die ich in meinem Webinar hier vorstelle. Der kann sich hier auch gerne eintragen. Das findet am Donnerstag statt. Und da gehe ich zu all den Themen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, etwas näher und umfassender in die Tiefe und habe dafür tatsächlich auch etwas wie ein Workshop, wo ich die Herrschaften mit einlade, wer darauf Lust hat. Also, Keyword suchen, die Kombination dieser Wortgruppe, dort irgendwie sich Menschen unterhalten. Dann findet ihr ratzfatz, wie die Überschrift sein muss. Das ein bisschen in ein Geheimnis verpacken. Und da gibt es natürlich auch schicke Techniken für. Da gibt es eine ganze Anleitung für, wie man das macht. Aber ich habe jetzt hier tatsächlich jetzt noch maximal 5 Minuten, vielleicht für die ein oder andere Frage. Und dann muss ich auch schon weiter. Das erstmal dazu. Ich mache mal die Freigabe aus. Da bin ich. Und wer Fragen hat, sehr gerne jetzt stellen. Dann kann ich jetzt in der Kürze der Zeit noch ein bisschen was beantworten. So. Ich hoffe mich, ich bin nun auch wieder da. Also es war in der Tat so, Mario, dass hier und da mal der Sound weg war. Aber ich habe hier auch Chatnachrichten gehört, dass absolut nicht zu hören ist. Das kann ich hier bei mir nicht bestätigen. Also hier gibt es ganz viele Faktoren bei so einem Livestream, dass es auch mal nicht klappen kann. Ich empfehle Ihnen, stellen Sie jetzt Ihre Fragen an Mario. Ich kann es nur mal so kurz subsumieren, was er gesagt hat. Machen Sie es sich nicht so schwierig. Also sprich, was das Landingpage-Design angeht, erstmal alles so gesehen above the fold beachten. Das ist erstmal der erste Schritt. Ausbauen, anbauen, umfangreicher kann man die Sache noch immer machen. Und Kuriosität. Also ich habe mir die letzten Tage auch nochmal Russell Bronson reingezogen und seine Tipps dazu. Und es ist genau das, was Mario da gerade sagt. Man verkauft das Geheimnis. Wenn man denen schon gleich sagt, es geht genau da und da und darum, ist das nicht interessant genug, dass die Leute sich dort eintragen. Also Kuriosität sorgt für mehr Eintragungen. Und natürlich muss das korrelieren mit dem Problem, was die möglichen Leute haben. Mario, bevor du abhaust, ich denke... Ja, ich habe noch was, weil ich kriege gerade Fragen rein. Ich will es kurz demonstrieren. Okay. Ich will es kurz demonstrieren. Also, ich gehe mal kurz durch. Der Heinz Leon, der fragt Keyword Planner für die Suche. Ja, ich nutze, der Keyword Planner ist super. Den nutze ich auch, aber Google Keywords Everywhere hat das direkt im Browser. Ich brauche nicht extra bei AdWords rein, also bei Google Ads. So, und die zweite Frage. Wieder weg. Nochmal die letzten 20 Sekunden wiederholen. Ich höre gar nichts. Die zweite Frage war gewesen, funktioniert das mit den Landingpages auch in Deutschland? Weil Frank Kern macht ja weiß und rote Schrift etc. Ne? Das hier ist die Landingpage einer Coachee von mir, die ich jetzt gerade betreue. Sie kauft damit Leads bei Facebook ein, für um die 1,16 €. Und abgesehen davon, dass die jetzt weiß ist, dass sie nicht weiß ist, ist das Prinzip nach wie vor ein und das Gleiche. Die läuft seit September. Das ist der Beweis dafür, dass das so funktioniert. Die hätte natürlich jetzt auch weiß sein können. Die Farbe, kann ich euch jetzt schon sagen, macht so gut wie keinen Unterschied. Tendenziell ist schwarze Schrift auf weißer Hintergrund immer noch am besten. Also das hier, nur mal so als kleine Ergänzung von mir, das ist wirklich der absolut klassische Aufbau. Ja? Also eine Überschrift, ein Bild, was ist das Ding, was du bekommst? Und daneben das Formular oder eben die Möglichkeit, sich zu registrieren. Ja, also mehr muss da nicht sein. Die Frage, die dort reingekommen ist, war, wir sind ja auch, Mario und ich sind mit René Rink in eine Copywriter
Gruppe und dort hatte ich auch mal ein paar Screenshots reingepackt von Frank Kern, der so eine super simple Landingpage aktuell promotet. Also die besteht eigentlich nur aus einer Überschrift und dem Formular, vereinfacht gesagt. Und Mario und ich kennen das auch. Also es ist oftmals tatsächlich so, weniger ist mehr. Und man muss aber trotzdem hier und da mal so ein ganz bisschen darauf achten, dass man sich das nicht gleich am Anfang mit seinen Werbekonten versaut. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wo man ein bisschen vorsichtig sein müsste. Also wenn Sie jetzt hier vielleicht noch nie bei Facebook eine Werbung gemacht haben, dann wäre mein erster Tipp wahrscheinlich nicht, ganz am Anfang mit einer Landingpage zu beginnen, wo nur eine Headline und ein Button drauf ist. Also da ist das die User Experience doch ein bisschen sehr low. Aber man kann sehr... Ja, ich hätte jetzt natürlich noch Links mitgeben können. Da gibt es nämlich einen Mann, der macht die Werbung für Frank Kern. Das ist Kyle Sullerott. Und der hat auf YouTube nämlich ein Video, leider nur in Englisch, dazu. Und der zeigt die ganzen Landingpages der Größen. Also Tony Robbins und wie sie alle heißen, ja. Und die haben alle den Aufbau, Überschrift, ein paar Aufzählungspunkte und das war's, ja. Und ein Bild und ein Hero Shot nennt er das dann, ne. So wird das dann halt fachlich, ne. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt eine andere Landingpage von mir. So, und die ist nackt. That's it. So, also die Botschaft ist, es ist simpel. Mario, ich glaube, du hast den nächsten Termin. Wenn du noch Zeit hast. Das ist das Webinar, ne? marioburgert.com/Webinar. Wir waren so frei und haben parallel deinen aktuellen finalen Link auch reingepostet. lp.marioburgert.com. Also der ist hier auch im Chat gepostet. Also unsere Empfehlung hier, melden Sie sich zum Webinar an. Dort können Sie nur gute Infos bekommen. Alles klar. Ich freue mich, hier gewesen zu sein und wünsche euch noch viel, viel Spaß, ihr Lieben. Danke, Mario, für deine Zeit. Frohes Schaffen weiter. Ja, so, an dieser Stelle möchte ich noch mal ein bisschen was wiederholen. Also, wir wollen eine Landingpage-Challenge hier machen. Jetzt war der theoretische Teil, also die Frage, was soll ich überhaupt schreiben? Wir haben uns gemerkt, hey, weniger ist mehr und ich muss auf das Problem gehen und ich sollte möglichst Kuriosität erzeugen, dass die Leute möglichst neugierig sind und sich dann auch letztlich registrieren. Heute gibt es 5 coole Steinschleudern zu gewinnen. Wiebke hat die vorhin schon mal reingezeigt. Das sind richtig, richtig hochwertige Dinger von Jörg Sprave, der den größten YouTube-Kanal zum Thema Slingshots hat. Also keine Billig-Zwillen, sondern richtig, richtig wertvolle Sachen. Davon haben wir noch ein paar rumliegen und die wollen wir hier verteilen. 5 heute, 3 weitere machen wir dann morgen für die Leute, die das Video sehen. Um eine Chance auf diese Zwille zu haben, müssen Sie eine Landingpage bauen. Und da gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Wie gesagt, es muss alles Sinn machen. Also einfach nur von uns eine Vorlage abspeichern und sagen, hey, das ist meine Landingpage. Das haut es nicht ganz weg. Wiebke, vielleicht kannst du nochmal den Link reinpacken zu Copy Cockpit. Für die Leute, die wirklich, wirklich Probleme haben, Texte zu erstellen, ich werde gleich auch noch eine kleine Hilfestellung geben, empfehlen wir Copy Cockpit von Sam Henney im Rahmen der Kundschaft, Testschaft von Quenten, haben Sie die Möglichkeit, hier 2 Monate lang dieses Tool absolut kostenlos zu bekommen. Ist definitiv eine Empfehlung hier von mir. Ich sollte mal hier die WhatsApp-Töne ausmachen. So, was wollen wir noch? Ich muss noch eine weitere Information geben. Wenn Sie denken, dass Sie eine coole Landingpage erstellt haben, vielleicht mit ein bisschen mehr Kreativität drin, als einfach nur eines unserer Vorlagen zu nehmen, sondern wenn Sie den Anspruch haben, Sie wollen selber etwas erstellen, Sie wollen mal selber irgendwie mal eine halbe Stunde investieren oder so, dann wird das unter Umständen mit bis zu 200 Euro belohnt. Wir wollen unsere Vorlagen weiter ausbauen und sind hier auch auf Sie angewiesen. Wir zahlen 50 Euro, 100 Euro, 150 oder 200 Euro für eine Landingpage, die wir dann unseren
ja, den anderen Kunden hier zur Verfügung stellen können. Also nur dafür, dass Sie jetzt bauen, die Chance, als Zwille zu gewinnen. Und wenn Sie denken, Sie haben was wirklich Cooles gemacht, reichen Sie die ein und schreiben hin per E-Mail Template Kaufprogramm, dann wissen wir, was gemeint ist. Und dann schauen wir uns diese Landingpage an. Vielleicht geben wir sogar noch ein bisschen Feedback. Ja, so könnte durchaus sein, dass wir sagen, hey, die ist grundsätzlich gut, aber machen wir noch diese zwei, drei Sachen damit rein, dass die generell vernünftig zu verwenden ist. So, ich werde jetzt mal in meinen Test-Account reingehen. Bevor ich das mache, schaue ich noch einmal durch, ob ich ein paar Fragen übersehen habe. Also jetzt kann man noch schnell Fragen stellen. Dann kommt gleich der How-To-Teil. So, ich scrolle mal hier durch. Kommt von Elopage, super, mit denen sind wir auch gut integriert. Was wir vorhaben und das Ziel ist, ist da. Mario ist ausgeschlafen, in Aachen schneit es. So, ich habe das Tool Copy Cockpit getestet und finde die Swipe-Files von Mario besser. Hey, Kompliment hier mit an Mario, dass er natürlich hier als, ich weiß nicht, Werbetexter mit über 10 Jahren Erfahrung hier natürlich auch Sachen sehr, sehr gut macht. Ich kann nur sagen, ich habe mir das Tool von Sam zeigen lassen und ich war überrascht, wie gut das war, was da rausgekommen ist. Auch wenn man es nur als Grundlage nimmt. So, da. Ton schlecht. Ich hoffe, jetzt bei mir ist der Ton nicht schlecht. Vielleicht dazu auch mal ein ganz kurzes Feedback reingeben. So, kann man das System von Vifugo nachbauen oder muss man diese Software zusätzlich holen? Vifugo ist eine Produktpromotion, die wir gemacht haben. Und ich werde jetzt einen Teufel tun, das voll zu torpedieren. Diese Software hat definitiv ihre Daseinsberechtigung und wir empfehlen auch diese Software hier. Was wird bei Vifugo gemacht? Es wird Folgendes gemacht. Man kommt auf eine E-Mail-Einsammelseite, trägt sich dort ein für eine Verkaufspräsentation, die 48 Stunden zur Verfügung steht. Wenn es jetzt darum geht, kann ich eine Seite bauen, die nur 48 Stunden zur Verfügung steht. Ohne große Programmierkenntnisse geht das mit unserem WordPress-Plugin. Einfach mal bei Google suchen, Quentin WordPress Plugin oder in unserem Handbuch. Und da ist eine Funktion, die heißt Countdown. Und da wird quasi Quentin richtig mit WordPress verzahnt. In diesem WordPress ist ein Elementor drin. Ich werde das jetzt hier nicht vertiefen. Es geht um unseren Landingpage-Builder hier. In diesem WordPress ist ein Elementor drin. Damit können Sie Landingpages bauen, also gleich zwei Optionen, Landingpages zu bauen und auch diese Timer realisieren. Also die Frage, um es zu beantworten, technisch ließe sich das schon mit Quentin umsetzen. Wie fast alles. Ja? Also sehr, 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 sehr viel ist möglich. Wenn Fragen sind, Herr Vollmer, einmal kurz nachfragen. So, es gibt eine Aufzeichnung, ja, die verschicken wir noch. Danke, Jürgen, dass du darauf hingewiesen hast. Es ist nun mal ein Stream, es ist live. Das kann nicht alles perfekt sein. Genau, dazu hatte ich geantwortet. Boah, ist das viel. Ich versuche jetzt schnell durch zu sein. So, Wiebke kümmert sich um den. Ist das Kontrollkästchen für den Datenschutz im Formular gar nicht mehr obligatorisch? Bitte den Anwalt fragen. Wir liefern hier alles zum Thema DSGVO, dass Sie es so umsetzen können, wie Sie es selber wollen. Und wir haben bei der technischen Umsetzung zwei Anwaltskanzleien mit an Bord geholt. Und die eine sagen, ja, Sie brauchen auf jeden Fall das Häkchen und die anderen sagen, nein, Sie brauchen nicht das Hähnchen. Also so ungefähr ist die Sachlage zum Thema, benötige ich das Häkchen oder nicht? Und das können Sie übrigens anlegen unter den Kontaktfeldern. Ja? So, in diesem Sinne will ich jetzt einmal hier meinen Bildschirm teilen und dann mal schauen, wie man eine Landingpage baut. So, ist es ein Plugin für Typo 3? Keine Ahnung, kann ich folgen. Typo 3 bin ich jetzt auch nicht der Experte. Wiebke, ich kann hier leider nicht
meinen Bildschirm teilen, fehlt mir vielleicht die Berechtigung dazu. Der Button ist eingegraut. Also ich würde gerne meinen Bildschirm teilen, aber ich wette, Wiebke verbietet es mir gerade. Ah, da, okay. Ich kann es über einen Tab machen. Witzig. Man kann sogar einzelne Tabs vom Stream aussuchen. So, mal gucken, ob ich jetzt noch was anderes sehe. Sieht man meinen Bildschirm? Ich glaube ja. Ich glaube ja. So, gehen wir einfach mal davon aus, dass man meinen Bildschirm sieht. Wenn nicht, muss mich hier Wiebke parallel anbrüllen. Oder zur Not einschreiten, wenn ich hier vor mich hin quatsche und da kommt nichts an. Okay, man sieht meinen Bildschirm. Wir haben ein leichtes Delay wegen dem Streaming über YouTube. Okay, also, erst einmal, wenn Sie in Quenten eingeloggt sind, das sollten Sie jetzt an dieser Stelle tun. Dann sehen Sie als allererstes hier Ihr Dashboard. Das gibt Ihnen schon mal so einen Überblick, was ist wo gelaufen, wie viele Leads sind reingekommen, wie sind meine generellen Versendedaten. Dann habe ich hier den Kontaktfilter. Hier vielleicht auch einmal die Info, wenn Sie Kundendaten haben oder legitime Daten, zum Beispiel aus einem anderen Mailsystem, dann können Sie die natürlich hier hochladen. Einfach hier auf Importieren gehen, eine CSV-Datei hochladen. Wenn Sie hiermit Probleme haben und nicht wissen, was das ist, dann können Sie auch einfach eine Excel-Tabelle mit den Kontaktdaten an unseren Support senden und wir bauen Ihnen wir importieren dann diese Kontaktdaten in Ihren Account. Hier gibt es einen Kontaktfilter, der ist wichtig. In der Regel filtert man ganz oft nach sogenannten Tags, also Kundenkennzeichnungen. Man kann aber nach allem Möglichen filtern und eben vernünftig segmentieren. Ich gucke mal, ob ich hier... Man kann hier übrigens diese Spalten anpassen. Das ist auch noch eine Sache, die hilft. Und man kann auch immer sortieren, indem man hier oben zum Beispiel draufklickt. Also wenn ich jetzt hier irgendwie Registrierungsdatum einklicke, mir anzeigen lasse, dann kann ich auch nach diesem Datum sortieren oder hier eben nach dieser User-ID abwärts, aufwärts, warum es hier bei 234 beginnt. Weiß ich nicht, das ist ein Test-Account. Ja? Und wir sehen eben hier die Tags, E-Book-Käufer zum Beispiel. Jetzt kann ich mir hier die E-Book-Käufer anzeigen lassen und kann dann mit denen irgendwelche Aktionen machen, eben zum Beispiel einen Newsletter versenden. So, heute geht es um das Thema Landingpage und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen unintuitiv, aber es geht ja hier um komplette Funnel, deswegen macht es doppelt Sinn, dass die Landingpages in den Kampagnen zu finden sind. Ja, also um eine Landingpage zu erstellen, muss ich jetzt einmal eine Kampagne anlegen. Und Challenge Demo nenne ich das ganze Ding mal. Erstelle die Kampagne und klicke in die Kampagne rein. Das kann ich machen, indem ich auf den Namen hier klicke oder auf Ansicht und dann bin ich in der Kampagne drin. So, ich mache das hier mal ein bisschen kleiner. So, links haben wir unsere Aktionselemente. Das sind immer die Elemente, wenn wir etwas veranlassen, also sende eine E-Mail, vergebe einen Tag, schmeiß den Kontakt in unser CRM rein, schick eine Benachrichtigung raus oder starte eine andere Kampagne. Und wir haben die Ereignisselemente. Und das sind die Elemente, die vornehmlich dafür da sind, wenn der Kontakt irgendetwas macht. Also er sendet ein Formular ab, er klickt einen Link, er ist in eine andere Stage im CRM gewechselt und so weiter. Also Englisch ist es immer ausgedrückt mit Actions und Trigger. Ja, und nach diesem Modell, Aktionen und Ereignisse, kann man ganz tolle Prozessketten aufbauen. Und jetzt gehen wir davon aus, wir wollen jetzt nur mal unsere Landingpage bauen. Dann nehmen wir dieses Item, Landingpage, ziehen das hier in dieses blaue Feld rein und klicken doppelt drauf. So, jetzt nennen wir das Ganze mal, wir bleiben einfach mal beim Thema Abnehmen. Hier jetzt erstmal wichtiger Tipp Nummer 1, wenn Sie das hier eingegeben haben, den Webseitentitel, drücken Sie den Vollbildmodus an. Je nachdem, wie groß der eigene Monitor ist. Entschuldigung. Man hört also, dass ich im Homeoffice bin.
Ich hoffe, ich bin auch noch vernünftig in der Übertragung drin. So, also benutzen Sie den Vollbild-Button. Der ist elementar wichtig. Jetzt erstmal so ein paar Grunddinge hier zu unserem Landingpage-Builder. Die Aufteilungen, die sind immer in sogenannten Zeilen. Also das sind quasi die gesamten Inhaltsblöcke, die man hier definieren kann. Und in diesen Inhaltsblöcken sind dann wiederum die einzelnen, die einzelnen Content-Blöcke. Also zum Beispiel Text oder Überschrift oder ein Button oder ein Trenner oder ein Bild oder ein lustiges GIF oder was auch immer, irgendwelche Sticker, Videos. Man kann hier alles Mögliche einbauen. Das ist erstmal die Grundstruktur. Wenn Sie erstmal schnell ans Ziel kommen wollen, dann empfehlen wir Ihnen, benutzen Sie die Vorlagen. Ja, also ganz oben rechts sehen Sie hier einen Button, Vorlage laden. Und hier sehen Sie die ganzen Vorlagen, die wir schon mal für Sie erstellt haben. Das ist jetzt natürlich alles Geschmackssache und so weiter, welche man nimmt, aber das ist der einfachste Weg, um mal eben an eine Landingpage zu kommen, wo ich nur Text anfassen muss. Sie erkennen diese, ich sag mal, schöneren Landingpages hier an den schöneren Vorschaubildern. Da ist erstmal die Frage, benötige ich so etwas überhaupt oder benötige ich das nicht? Und diese Seiten, die sind ziemlich vollgepackt. Ja? Hier jetzt nochmal zwei wichtige Informationen. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen mit der Maus rübergehe, dann sehe ich hier einen blauen Button. Das heißt, ich kann diese rechte Seite hier auch einfahren lassen und mir etwas anzeigen lassen. Dann sind diese Templates ziemlich groß. Also hier geht es tendenziell darum, viel zu löschen und dann nur das einzubauen, was man tatsächlich möchte. Also hier sehen wir, hier unten ist die Newsletter-Anmeldung, ist natürlich für unsere normalen Zwecke suboptimal, um das so auszudrücken. Wenn wir jetzt also eine simplere Vorlage nehmen, was ich einfach empfehlen würde, dann nehmen wir mal hier nur mal, ich weiß, es ist nicht die schönste, aber nur mal, um etwas zu haben. Und da sind wir doch ziemlich genau bei dem Template, wo wir wissen, hey, der Mario hat seinen Segen dafür abgegeben. Ja? Wir haben eine Überschrift, wir haben ein Bild und wir haben das Formular mit Call to Action. That's it. So, wie kann ich jetzt diese einzelnen Sachen hier befüllen und bearbeiten? Also es ist ein Drag-and-Drop-Editor und vor allen Dingen, ich kann direkt in den Sachen schon arbeiten. Wenn es jetzt darum geht, eine Überschrift zu schreiben, und jetzt würde ich mal mitnotieren, ja, dann ist eine ganz einfache Überschriftenformel, ist die, wie Sie X erreichen, ohne Y zu erleben. Das ist eine die universelle Headline-Totschlagwaffe. Wie Sie X erreichen, ohne Y zu erleben. Ich schätze, 75% meiner Headlines sind so gebaut. Ja, also nur noch mal hier, dass wir das wissen. Also füllen wir doch mal dieses X. Wollen Sie abnehmen ohne hungern zu müssen? Ja? Wollen Sie eine Webseite aufbauen, ohne Tausende von Euro an Ihren Webdesigner zu zahlen? Wollen Sie im Internet erfolgreich sein, ohne Google und Facebook irgendwelches Geld geben zu müssen? Wollen Sie viele Provisionen ohne eigenes Produkt und ohne Kundensupport und eine Garantie darauf haben, nicht leicht zu scheitern? Dann machen Sie das und das. Also das ist immer so eine Grundformel. Eine neue, die ich aktuell benutze, liest das oder lesen Sie das, wenn Sie XY wollen. Also auch eine, die Leute direkt anspricht. Das, Frank Kern nennt das immer so schön Dog Whistle Headline und er hat das, glaube ich, geklaut von Dan Kennedy, also auch einer der wirklich großen Marketer. Diese Überschrift spricht niemanden an, außer die es interessiert. Ja, liest das, wenn, dann sind wir wieder, wenn du abnehmen willst. So einfach haben wir eine Headline erstellt.
Ja, also das einmal merken, das kriegen wir hin. Dann der Name des, dann brauchen wir eine Grafik bei dieser hier. Vielleicht mal, ich kann was anderes kurz zeigen. Zack. Sieht man meinen gesamten Bildschirm oder nur das eine Feld? Man sieht tatsächlich nur das eine Feld. Okay. Ich benutze das, ich löse es anders. So, das ist zum Beispiel eine, die ich sehr häufig benutze die letzten Tage. Ja, also ein Template ohne Bild. Also das heißt, wenn man jetzt kein Bild hat, dann wäre das auch kein allzu großes Problem. So, und wenn man dieses hier nimmt und man will trotzdem ein Bild einbauen, sage ich mal, wir nehmen mal diesen Textblock hier weg. Zack, und wollen stattdessen ein Bild drin haben, dann kann man hier natürlich auch ein Bild einbauen. Übrigens, ja, das, was wir hier als Bildbibliothek haben, ist wirklich, wirklich cool. Sie können auch hier Bilder unter anderem bearbeiten. Sie haben hier Zugang zu lizenzfreien Bildern. Ich gucke mal einfach, ob ich sowas wie ein E-Book hier finde. Nicht, ja. Nehmen wir das hier. So, was habe ich hier ausgewählt? Das und füge das jetzt hier mal ein. Zack, schon habe ich hier ein Bild neben dem Formular. Und so kann ich eben alle möglichen Sachen hier bearbeiten. Sobald ich irgendwo reinklicke, kommen links quasi die ganzen CSS-Attribute, die man in irgendeiner Form bearbeiten kann. Jetzt schaue ich mir mal diese Landingpage hier an. Und ich klicke mal einmal auf Vorschau und ich sehe, sie ist über das ganze Bild verteilt. Ich würde die schmaler machen. Ja, zack. So, jetzt habe ich mal eben die ganze Page quasi schmaler gemacht unter Allgemein und kann ich die Inhaltsbreite angeben. Bitte haben Sie im Kopf, das sind responsive Landingpages. Die sehen also mobil komplett anders aus als auf dem Tablet, als auch auf dem Desktop. PC. Überall sieht es ein wenig anders aus, aber Sie haben auch hier die Möglichkeiten, die einzelnen Sachen zu bearbeiten. Also, wir haben hier, wie gesagt, die ganzen Templates, wo alles da ist und wir wollen nochmal hier ein bisschen spielen bei den Elementen, die wir haben. Was könnte sinnvoll sein? Was braucht man immer? Bei einer Sales Page braucht man einen Banner. Ja, hier kann ich den kaufen Sie jetzt kostenpflichtig. So. Also immer wenn ich draufklicke, kann ich hier rechts editieren. Ja? Also jetzt kaufen.de kann ich die in der Webseite öffnen. Oder ich kann hier sogar noch bestimmte andere, ich sag mal, Verlinkungsmöglichkeiten einbauen, bis hin zur vorgefertigten Mail und so weiter, die versendet wird. Ich kann die Farbe eingeben. Wie gesagt, ich bin immer so ein Orange-Fan. Zack, bleiben wir mal bei Orange. Linkfarbe. Ja. Fummeln wir da mal nicht dran rum. Aber zum Beispiel hier unter erweiterte Einstellungen, da kann ich auch ganz viel angeben, was die Abstände und so weiter angehen. Jetzt will ich noch mal etwas zeigen. Hier nicht sichtbar auf, sehen wir hier unten rechts. Da kann ich sagen, hey, mobil oder Desktop. Jetzt nur mal so aus Spaß, schauen wir uns mal an, wie sieht denn diese Seite jetzt hier mobil aus? Und wir sehen mobil, oh, ganz schön viel Überschrift. Also von den Möglichkeiten oder wenn es ein Wunschkonzert wäre, dann hätte man diese Schrift hier zumindest am Handy ein bisschen kleiner. Normal sieht es ja gut aus, ja? Also jetzt zumindest mein persönliches Empfinden. Jetzt kann ich hier Folgendes machen. Und zwar ich dupliziere einfach das, was da ist und sage zu dieser ersten Version, hey, liebe erste Version, du bist nicht sichtbar auf Mobiltelefon. Und liebe zweite Version, du bist nicht sichtbar am Desktop. Also habe ich quasi zwei Versionen erstellt. Einmal für mobil und einmal für die Desktop-Variante. Ich weiß bei dieser Desktop-Variante, wir haben den Text zu groß, generell macht er H1 ziemlich groß. Jetzt lassen wir das einfach mal auf H2 und schauen mal, wie es jetzt hier aussieht. So, und wir sind der Sache schon wieder bedeutend näher gekommen. Das sehen wir hier jetzt, ah, ein bisschen viel Rand. Ein bisschen wenig Rand. Ja, mal gucken, ob wir das noch bearbeiten können. So, jetzt schauen wir einmal hier.
Zeichenabstand oben, unten, rechts, links. So, haben wir das doch mal vereinfacht. Auf allen Seiten, zack, haben wir mal 10 Pixel. Und schauen uns das nochmal hier an. Und schon haben wir den Abstand hier richtig eingestellt. So, also ich glaube, das ist klar und die Idee dahinter ist auch klar. Wichtiger Tipp, fangen Sie nicht an, hier mit irgendwelchen Enter-Geschichten zu arbeiten oder irgendwelche Abstände so zu machen oder, was Wiebke gerne macht, Blöcke nebeneinander packen, nur weil es dann auf den ersten Blick gut aussieht. Das führt nämlich dazu, dass diese gewissen Blöcke, die vielleicht auf dem Desktop nebeneinander angezeigt werden, unter Umständen untereinander angezeigt werden. Das sehen wir jetzt mal hier bei dem Bild und dem Formular. Schauen wir uns das nochmal in der Vorschau an. Hier in der normalen Vorschau ist das nebeneinander und jetzt schauen wir uns mal an, wie das am Handy aussieht. Und hier steht es auf einmal übereinander. Wenn man also etwas baut, wo zwei Blöcke nebeneinander sind und die sehen erstmal schön aus nebeneinander, vergessen Sie das. Übrigens auch eine wichtige Info, das berührt natürlich auch Ihre E-Mails. Sie kennen das, wenn diese E-Mails tendenziell in so dünnen Schläuchen gesendet werden. Also wenn man irgendwie vielleicht 5, 7 Wörter maximal hat und dann immer einen Umbruch hat. Machen Sie das nicht mit der Texteditierung, sondern lösen Sie das über die Gesamtbreite des Templates, ja, also hier könnte ich ja, keine Ahnung, ich könnte das Gesamttemplate so machen, wenn ich sage, hey, ich will, dass meine Landingpage so aussieht, dann macht man das darüber und wie gesagt, bei der E-Mail eben genau das Gleiche. So, bevor ich jetzt hier zu tief eintauche, gerne mal Fragen stellen. Ich schaue mir mal einmal kurz an, was hier für Fragen sind. Ich hoffe, in meinem Account fehlt die Landingpage, kann ich. Also jeder, der hier ist, sollte dieses Landingpage-Item haben. Hans-Dirk Reinertz, bin ich tatsächlich verzerrt und unscharf oder schwer zu verstehen? Alles möglich, tut mir leid, es ist live. Zur Not nochmal nachfragen, was Sie nicht gehört haben. Das ist schwierig, ne? Also Sie wissen schon, was ich meine, tut mir leid. So. Wie würde ich hier das Kontrollkästchen einbinden? Okay, beantworten wir doch mal diese Frage. So, um ein Kontrollkästchen einzubinden, muss ich erstmal eines haben. Ich gehe jetzt mal hier raus, speichern. Das Speichern dauert ein bisschen und das erste Aufrufen dauert auch. Dafür sind die Landingpages hinterher umso schneller. So, ich habe hier Kontakte und unter diesem Tab Kontakte finde ich Kontakt. Felder. So, und hier kann ich mir ein neues Kontaktfeld anlegen und ich könnte das nennen, hier das ist gleich das Richtige, Zustimmung des Benutzers. Nennen wir das mal Datenschutz. Weiter. So, genau, also hier würde man dann den Link zu seinen Datenschutzerklärungen reinmachen und zu seinen Nutzungsbedingungen. Lassen wir das einfach mal so. Speichern. Also, logischerweise, ich muss die Datenschutzbestimmungen irgendwo haben und da muss ich hin verlinken. Wenn ich nichts zum Hinverlinken habe, dann kann ich das auch auf einer Quenten-Landingpage machen oder über die Templates, über sogenannte statische Seiten. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Aber wir haben jetzt hier dieses Thema Datenschutz, Zustimmung des Benutzers. Jetzt gehen wir wieder hier in unsere Landingpage hinein. Wir haben die Sache hoffentlich gespeichert. Und wir haben hier das Formular. So, wenn ich jetzt hier auf das Formular klicke, einfach irgendwo rein, dann kommen rechts die Möglichkeiten, dieses Formular zu bearbeiten. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier auf die Schnelle hinbekomme. Feldeigenschaften, Block Identifier. Da. Wiebke, gib mir schnell einen Tipp, wie komme ich an dieses... Da. Was ist das? Nein. Also, so, eine Sekunde. Kann sich nur. Ach, da. Change Form. Genau. Change Form. Also, ist noch nicht ganz eingedeutscht, wie man sieht. Aber nochmal, egal wo ich hinklicke, ich klicke jetzt in dieses Formular und finde oben den Button, den blauen, den ersten gleich. Ja, ich habe ein bisschen zu viel gesucht. Change Form. Und dann kann ich hier bestimmte Sachen vom Feld editieren. Und wir haben das zum Beispiel
Datenschutz genannt und jetzt sagen wir, hey, ich will Datenschutz auf jeden Fall neben der E-Mail-Adresse noch mit dabei haben. Und ich platziere mal, das ist übrigens auch ein kleiner Tipp, das wollten wir standardmäßig so machen, ist aber noch so eingestellt. Ich ändere das mal auf Platzhalter, dass die Beschriftung innerhalb des Formularfelds hineinspringt. Drücke auf Speichern. Und was sehen wir hier? Ich habe hier mein Häkchen komplett schon mit dabei. Dann sehe ich jetzt hier noch was. Die Reihenfolge gefällt mir nicht. Erst E-Mail und dann Name ist ein bisschen ungewöhnlich. Drücke jetzt wieder hier auf Change Form. Da bin ich jetzt hier an der falschen Stelle. Ich muss hier auf diese Felder gehen. Und dann sieht man hier daneben, ich kann die anpacken und ziehen. Ja? Also würde ich tendenziell das hier drunter machen und wäre dann damit schon happy. So. Also, sprich, so kommt man auf die Nutzungsbedingungen. Wie gesagt, ob Sie die tatsächlich benötigen, steht in den Sternen. Jetzt kommt gleich die nächste Frage. Was ist mit dem Cookie-Pop-up? Eine Sache, um die wir uns hier einfach null kümmern, weil diese Seiten überhaupt gar keine Cookies von Haus aus setzen. Hat Vor- und Nachteile. Riesiger Vorteil, Sie brauchen keinen Cookie-Banner. Nachteil, Sie sehen nicht, wie viele Besucher auf der Webseite drauf waren. Das sind aber Sachen, die können Sie auch, ich habe das hier noch gar nicht geregelt. Wiebke, weißt du, wie ich was in den Head hineinbekomme? Also mindestens über HTML kann ich hier, ja, was weiß ich, Google Analytics zum Beispiel einbauen. Dann lass mich doch auch bitte zu Wort kommen. Scroll mal weiter runter, runter, runter. Wo? Also ja, aus dem Vollbildmodus rausgehen und ganz runter scrollen, da sind die Seiteneinstellungen und dort kannst du im Header, im Body und im Footer tiefer, da, guck mal, Seiteneinstellungen. Genau. Also, hier ein bisschen Technik. In der Regel werden Tracking-Pixel in den sogenannten Header der Webseite eingebaut. Sie müssen sich eine Webseite so vorstellen, das ist ja ein riesiger Haufen von Quellcode und der ist aufgeteilt in den Kopfteil und in diesem Kopfteil, da kann man, was weiß ich was, die Beschreibung reinpacken, da kann man Keywords reinpacken, aber eben auch zusätzliche Skripte, wie zum Beispiel Google Analytics. Wenn Sie das machen, benötigen Sie wieder ein Cookie-Pop-up und da gibt es fertige Tools, wo Sie auch dieses Cookie-Pop-up auch einfach hier mit so einem HTML-Code einbauen können. Ich stehe ja vor vergleichbaren Problemen und mich interessieren aktuell die Besucher auf der Seite gar nicht, weil es geht um die Anzahl der Leads, die reinkommt und noch viel wichtiger, es geht hinterher um die Sales. Und deswegen kann man auch nie so eine generelle Aussage treffen. Ist jetzt eine Conversion Rate von 5%, ist die jetzt gut oder schlecht? Sie ist gut oder schlecht, abhängig davon, wie viel man für die Besucher zahlt. Wenn ich nur 1 Cent für einen Besucher zahle und ich benötige 20, um einen Lead zu bekommen, dann habe ich ein Lead für 20 Cent. Egal in welcher Branche ich bin, das ist saubillig. Und dann hängt das von ganz vielen Faktoren ab. Deswegen ist die ist in der Bezahlwerbung der Preis pro Klick eigentlich gar nicht wichtig. Es ROAS, Return on Ad Spend. Also wie viel bekomme ich tatsächlich wieder hinaus? Das ist eigentlich die Hauptfrage, die man sich hier stellen muss. So, ich checke nochmal die Fragen. So, erhalten Franz Winter, unbegrenzte Landingpage. Kauf nicht zwingend bis 12.12. notwendig für unbegrenzte Landingpages. Doch, ja. Also definitiv am 12.12. ist Schluss mit kostenlosen Landingpages, Unlimited Landingpages. Nur nochmal für Sie hier als Teilnehmer, wenn Sie sich einen Testaccount geholt haben, achten Sie bitte auf die E-Mails, die wir Ihnen schicken. Viele davon haben viele Erklärungen, da sind Links drin zu dem Boni und so weiter und so fort. Achten Sie auf die E-Mails und logischerweise werden wir Sie durch Marketing-Automation auch versuchen, in einen Kunden zu verwandeln, in einen zahlenden Kunden. Und dafür, wenn Sie die Mails beachten, haben wir noch ein megamäßig super-duper Angebot, wo Sie hier zu einem mega vergünstigten Preis auch nochmal den ersten Monat bekommen können. So, noch eine Frage. Was ist mit den Kunden, die bereits lange Quenten haben? Haben die auch unlimitierte Landingpages? Ja, für alle Bestandskunden gilt
sind unlimitierte Landingpages drin. So, genau, ein paar Sachen haben sich hier schon erübrigt. Ich habe mich gestern registriert. Ja, bis zum 12.12. muss der 1-Euro-Test bestellt werden. So, gibt es dazu Lernvideos? Es gibt viele Lernvideos, unter anderem in unserem Handbuch. Auch dazu die Mails beachten oder im Mitgliederbereich, wenn wir jetzt hier mal schauen. Ich speichere das mal kurz. Und an dieser Stelle nochmal motivieren. Bitte, bitte, erstellen Sie jetzt eine Landingpage und posten den Link in diesen Chat rein. Ja? Wir wollen die sehen, wir wollen, dass Sie hier Ihre Zwille abgreifen, die mit ein bisschen Texten hier schon Ihre sein kann. So, wenn ich jetzt hier auf Hilfe klicke, unten rechts, dann finden wir hier den Link zur Dokumentation. Das ist unser Handbuch und glauben Sie mir, das ist ein gutes Handbuch mit einer funktionierenden Suche. Also wenn Sie einfach nur eine Frage haben, keine Ahnung, wie baue ich ein Formular in meine Webseite ein, dann tippen Sie dort die Frage rein und dort bekommen Sie ziemlich sicher auch eine hilfreiche Antwort. Kommen wir wieder zurück zu den Seiten. So, ich könnte jetzt natürlich hier, was will ich nochmal zeigen? Also ein paar lustige Sachen will ich nochmal zeigen. Erstmal Punkt Nummer 1, Giphy. Man will lustig sein, manchmal geht das mit Giphy. Und dann suchen wir hier mal lustige Katze, Nikett, zack. Und schon haben wir unsere lustige Katze in unserer Webseite. Das ist Spaß, das macht Laune. So, wir können auch... Vielleicht noch mal ein bisschen hier ein paar kleine Tipps. Ich glaube, ich mache dazu noch mal ein extra Video. Wenn man sich wirklich anstrengen würde, das ist nicht die Idee dieses Landingpage-Builders, aber man könnte tatsächlich so etwas wie eine richtige Webseite bauen, wo unterschiedliche Seiten wiederum miteinander verlinkt sind. Ich schaue mal hier, Stickers, habe ich selber noch gar nicht so oft geguckt. Also okay, zack, also für Spaß ist genug. Ist genug da. Kommen wir zu den wertvollen Sachen. Also, Videos einbauen ist auch klar. Da muss man eine Video-URL haben. Das Video muss woanders gehostet sein. Was ein Titel ist eine Überschrift und was ein Text ist, jetzt mach mich hier fertig, brauche ich hier nicht weiter erklären oder gibt es Fragen zu diesem Button? Ich will hier noch ein paar Tipps geben. Wenn Sie auf Zeile gehen, dann sehen Sie hier so ein Auswahlfeld und es ist standardmäßig auf leer. Wenn wir jetzt hier auf Standard gehen und man will ein bisschen was Schöneres haben, dann findet man hier so, ich sag mal, schon vordefinierte Blöcke, die ich hier mit reinziehen kann. So, zack. Gucken, ob es an der richtigen Stelle landet. So, und dann sehen wir schon mal hier, hey, vielleicht ist hier schon etwas, wo man sagt, hey, das ist ein grobes Designelement, das gefällt mir, hier brauche ich nur noch die einzelnen Sachen zu bearbeiten, dann kann man die auch einbauen. Und davon gibt es eine Menge. Bilder nebeneinander, Bilder untereinander, Bilder in 5 Spalten, in 3 Spalten, in 2 Spalten, irgendwelche Buttons, Bannerbild. Es gibt unglaublich viel, was hier vorbereitet ist. Das Ding ist einfach nur machen und ausprobieren. Und jetzt gebe ich hier noch den allerwichtigsten Tipp. Ja, manchmal verschwindet das, aber hier ganz unten links, da sehen Sie die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Also mir gefällt nicht das, was ich da gerade gemacht habe. Kann ich hier mit dem Pfeil zurück. Und jetzt brauche ich hier ein bisschen. Und dann sollte das in der Regel auch verschwinden. Wahrscheinlich kommt es mein Browser gar nicht mit. Hat es geklappt? Nee. Hat sich jetzt aus welchen Gründen auch immer aufgehangen? Wir warten mal. In der Zeit lese ich mir einfach mal ein paar Fragen durch. So, gibt es Lernvideos dazu? Also auch für die Landingpage einfach unser Handbuch besuchen, docs.quenten.com oder eben auch das Fragezeichen im User-Account klicken. Und dann ist das Handbuch zu finden. Ich kann jetzt mal so viel sagen. Wer eine Zwille haben will, braucht hier nur einen Link reinposten. Im Moment sieht es verdammt nochmal so aus, dass jetzt hier nicht 140 Leute irgendwie einen Link reinposten. Also die Gewinnwahrscheinlichkeit steigt und steigt. Wie speicherst du die Landingpages? Auch auf dem PC? Nein, das, was wir hier haben, ist ein absolut online-basiertes Tool. Ich drücke jetzt mal hier auf Speichern. Das ist alles, das passiert alles auf dem Server und ganz viele Sachen, die werden schon on the fly quasi gespeichert. So, die Landingpage veröffentliche ich
dann zum Beispiel auf meiner eigenen Domain oder WordPress-Seite? Nein, das ist schon falsch gedacht, dieses Thema. Zum Thema Domains enthalte ich mich an dieser Stelle ein bisschen. Ich sehe hier gerade, dass ich hier irgendwie alles Aufgaben hat. Sorry. Also, hier sehe ich die Domain. Ja, es ist keine schöne Domain, aber man braucht auch keine schöne Domains. Wie gesagt, das Thema Domain-Aufschaltung werden wir hier nochmal ganz separat betrachten. Das, was wir machen müssen, wenn wir so eine Landingpage gebaut haben, sind schon mal mindestens zwei Dinge. Erstmal, wir müssen uns darum kümmern, was passiert danach. Also keine Landingpages macht Sinn ohne eine Bestätigungs-E-Mail danach, dass ich hier das Double-Opt-In-Verfahren ordentlich mache und die User hier auch ordentlich anschreiben kann. Das ist diese klassische Bestätigungs-Mail. Da haben wir schon etwas vorbereitet. Da haben wir auch schon eine Danke-Seite vorbereitet. Den Text können Sie so nehmen oder eben auch anpassen. Hier, das ist noch unser alter Editor, ein wichtiger Tipp. Auch hier empfehle ich Ihnen, arbeiten Sie im Vollbildmodus. Und wenn Sie hier mit der Maus rübergehen und denken, Sie können das nicht bearbeiten, tata, das machen wir nur nicht, damit es gleich kaputt gehauen wird, klicken Sie auf Quellcode. Und dann können Sie hier quasi den Text ergänzen. Ganz wichtig ist, dass man an diesem Platzhalter nicht rumdoktort. Der ist wichtig, weil der ändert den E-Mail-Status. Ja, also hier die Bestätigungs-Mail auch ganz normal anpassen. Und wenn man es richtig machen will, dann würde man hier wahrscheinlich noch einen Tag setzen. Wir setzen einen Tag. Und sagt dann zum Beispiel, ich nehme mal irgendwas, was da ist. Da würde man jetzt natürlich irgendwas mit Abnehmen machen und dann ist das Tagging auch schon da. Und wenn man es so richtig ordentlich macht, dann sagt man noch, okay, ich promote hinterher an die Kontakte, möchte ich noch 3 E-Mails schicken. Das sieht dann ungefähr so aus. Wie gesagt, da es gibt genug Lehrvideos zu dem ganzen Thema. Und das würde man dann ungefähr so aufsetzen. Zack, zack, zack. Zack, standardmäßig ist so ein Timer auf einen Tag gestellt, aber was passieren würde ist, diese E-Mail würde sofort rausgehen, dann würde ein Tag gewartet werden, dann diese E-Mail, dann nochmal einen Tag warten und dann diese E-Mail. So, und um das Ganze jetzt abzukürzen, in der Regel verfolge ich mit solch einer E-Mail-Sequenz ein Ziel. Jetzt gehen wir davon aus, Sie verkaufen ein Produkt über Digistore oder über Ihren Shop. Nehmen wir mal der Einfachheit halber Digistore und nehmen wir mal und verkaufen dort ein Produkt, dann ist das quasi das Ziel dieser Kampagne. Und das bedeutet, wenn jetzt ein Kontakt dieses Produkt kauft, dann endet diese Sequenz. Also das heißt, hier ist ein kompletter Funnel da. Wir müssen uns aber noch um zwei Sachen Gedanken machen. Sie sehen hier in dieser Registerkarte die Bestätigungsseite. Wo landen die Leute drauf? Also wir haben hier auch wieder eine Bestätigungsnachricht. Sie können eine eigene Webadresse anlegen oder mit unserem Webseitenbaukasten eine eigene Page bauen. Bestätigungsnachricht ist am einfachsten. Dann können Sie sich noch überlegen, wie gehe ich um mit Kontakten, die vielleicht schon in meiner Liste sind. Die müssen also nicht nochmal durch das Double-Opt-In-Verfahren durch. Und hier kann ich genau das Gleiche machen. Ich kann die zum Beispiel hier direkt auf meine Download-Seite schicken oder was auch immer ich hier umsetze. So, was kann ich hier noch zum Landingpage-Builder sagen? Ich glaube, ich habe schon eine Menge gesagt. Ich kann Sie nur motivieren. Bauen Sie jetzt Ihre Landingpage. Machen Sie es nicht so schwierig mit dem Text. Ja, was weiß ich was. Kostenloses Video. Recht, wer schreiben kann, ist klar. Enthüllt. So, wie Sie abnehmen, ohne hungern zu müssen. Den blöden Button nehmen wir mal weg. Das nehmen wir auch weg, weniger ist mehr. Zack. So, jetzt haben wir hier unsere super duper simple Landingpage. Wir nehmen jetzt einmal den Link, ja, kopieren den, speichern. Jetzt übertrage ich hier die ganze Zeit nur meinen Tab, jetzt können Sie es nicht sehen. Ich versuche mir dieses Teilen. Entire Screen. Zack. Jetzt sollte es gehen. Und jetzt gebe ich mal hier den Link ein. So, jetzt mal wichtig. Warum ist dieser Landingpage-Builder so geil? Ich mache jetzt mal den allerersten Webseitenaufruf. Ja? Und jetzt schauen wir uns mal an, wie lange das dauert. Die Seite wurde nicht gefunden. Okay.
welchen Fehler haben wir wahrscheinlich gemacht? Wir haben die Kampagne nicht veröffentlicht. Wir müssen natürlich die Kampagne veröffentlichen. Vielleicht auch mal hier die wichtige Information. Sie können an laufenden Kampagnen arbeiten und wenn Sie Veränderungen gemacht haben, dann müssen diese Veränderungen erst veröffentlicht werden. So, ich bin jetzt wieder hier drauf, drücke einmal Enter. Der erste Seitenaufruf dauert vielleicht ein bisschen und danach geht es super schnell. Okay, das ist schon super schnell. Wenn ich jetzt hier mal auf Aktualisieren drücke, man sieht noch nicht mal mehr das X, wie schnell diese Seite ist, was natürlich einen riesigen Vorteil hat, wenn man Bezahlwerbung im Internet schaltet. Ja? So, Stop Sharing. Jetzt gehe ich noch einmal an die Fragen. Also jetzt ist der richtige Moment, Fragen zu stellen. Jetzt ist der richtige Moment, umzusetzen. Wäre super, wenn hier vielleicht die einen oder anderen das schon machen würden. So, sollte man bei einem Lead-Magnet eine künstliche Verknappung jetzt für kurze Zeit statt 79 Euro komplett kostenlos über die Headline einbauen oder das Ganze in den Texten erwähnen? Schwierig zu sagen. Es kommt drauf an, über welchen Blickwinkel man sein Angebot promoten möchte. Wir haben jetzt den letzten Launch wirklich sehr stark darauf abgezielt, dass wir gesagt haben, hey, Jetzt hol dir die Software und jetzt nicht hinten rum, sondern hol dir die Software, weil du etwas kostenlos bekommst, was in Zukunft Geld kostet. Ja, also wenn das dein Ansatzpunkt ist, dann kannst du das definitiv machen. Ein bisschen Business-Ethik spielen lassen, ja, im Wert von statt 79 Euro oder im Wert von 79 Euro ist ein Ding. Aber es gibt auch manchmal so hypothetische Werte. Ist die Frage, wie man damit umgeht. Wir nutzen das auch. Wir nutzen auch so hypothetische Werte. Landingpage kostet theoretisch, keine Ahnung, 400 Euro und das ist mit dabei. Also ist absolut in Ordnung. Wo du das unterbringst, würde ich keine generelle Antwort drauf geben wollen. Wie kann ich eine Zeile einfügen für das Impressum? Ah, jetzt kommt die richtigen technischen Fragen. So. Wir haben hier Folgendes. Wir sind hier auf unserer Seite und wenn wir hier mal runterscrollen, hier ist standardmäßig das Impressum drin. Das Impressum wird zusammengebaut aus den Daten, die vorhanden sind. Ja? So, das hier ist die Adresse, die wir hier im Impressum haben. Sie haben hier unter, ich vermute mal, es ist unter den Kampagnen, Vorlagen, statische Seiten, die Möglichkeit, sich hier ein eigenes Impressum zu bauen. Ja, wichtig ist, dass diese Platzhalter hier mit untergebracht werden. Okay, hier ist ein bisschen ungünstig, was das Template angeht. Wiebke, mal bitte merken. Also man kann sich hier ein eigenes Impressum bauen und das auch noch mit in die Seite einbauen. Wichtig ist nur, dass man bei dem Impressum dann auf die, wo ist denn mein bisheriges Impressum, Landingpage? Ah, das wird standardmäßig wahrscheinlich generiert. Nee, hier sehe ich nichts von Impressum. Wichtig ist, dass man eben die entsprechenden Platzhalter einbaut. Das ist für uns wichtig, dass die Seiten nicht mit einem falschen Impressum laufen, sondern die Daten werden genommen aus dem Account. Wenn man nicht weiter weiß, so jetzt gucke ich mal hier, docs.quenten.com. Mal gucken, ob Wiebke dazu schon was geschrieben hat. So, Landing Pages. Selbstverständlich habe ich dazu so, was geschrieben. Ergänze mal bitte hier. Ja. Was soll ich ergänzen? Vielleicht kannst du mal, du bist ja sehr fit gerade. Wir wollen deine Stimme nicht zu sehr beanspruchen. Aber vielleicht kannst du mal in der Schnellversion mal eben die Frage beantworten, die lautet: Wie kann ich eine Zeile einfügen für das Impressum? Okay, ich glaube, die ist beantwortet mit Impressum ist da. Aber die Frage wäre, wie kann ich denn mein Impressum individualisieren und bearbeiten? Ja, also erstmal in jeder Vorlage ist unten ein Footer vorhanden, der den Link zum Impressum schon enthält. Wenn Sie keine statische Seite angelegt haben, wird da einfach nur eine weiße Seite mit den in Quenten hinterlegten Daten generiert. Die ist nicht schön, aber es ist ein Impressum. Wenn Sie hier, wie Daniel das gezeigt hat, bei den statischen Seiten ein eigenes Impressum anlegen, können Sie das genauso wie die restlichen Landingpages gestalten.
Also ganz individuell, aber wie Daniel schon sagte, sie müssen halt die Platzhalter dafür nutzen. Also diese geschweiften Klammern und dann System. Wo kriege ich die denn her? Einfach in den Text reinklicken, dann kommt so eine kleine schwarze Toolbar und dann auf Platzhalter einfügen klicken. So, mal, dann nennen wir das mal eigenes Impressum. Genau. So, und jetzt nehmen wir uns mal hier als ein Template. Wir bleiben jetzt Ja, einfach hier dabei. schmeiß das entweder raus oder lass es drin, ist ja egal. Einfach mal in den Text reinklicken. So, da. So, zack. So, jetzt bin ich hier in dem Text drin. Und dann Ah, mach mal sehe ich, Vollbildmodus, ja, bitte. genau, Vollbild. Genau, So. so, und da die kleine schwarze Toolbar auf Platzhalter einfügen und schon werden alle Platzhalter angezeigt. Wichtig ist, dass drin sein muss die Firma, Vor- und Nachname, Straße, Postleitzahl und Ort. Also eigentlich diese Reihenfolge hier von oben nach unten, die muss halt drin sein. Ganz genau. So ungefähr. Ich glaube, Land muss wahrscheinlich auch drin sein. Also bis Land, schätze ich mal, macht man nichts falsch, wenn man das einfügt. Zack, hier habe ich das. Nächster Platzhalter. Das. Nächster Platzhalter. Last Name und so weiter. Also so muss dann das Impressum, so müssen dann die Daten hinterlegt sein, dass wir wissen, diese Daten aus Ihrem Impressum sind deckungsgleich mit den Daten aus Ihrem Account. Genau. Da kommt gerade dazu die Frage, kann ich meine Datenschutzerklärung und Impressum von meiner Homepage reinkopieren, verlinken? Ja. Reinkopieren, jein. Es müssen halt, wie gesagt, die Platzhalter genutzt werden und verlinken, nein. Genau, also eigenes, ganz, ganz eigenes Impressum neben dem Hauptimpressum geht nicht. Also dann dazu eine eigene Seite anlegen. Aber jetzt mal ganz unter uns. Zu viel Zeit würde ich nicht ins Impressum investieren. Ja? Klar, es muss vielleicht mit E-Recht oder sowas vielleicht ein bisschen rechtssicher gemacht werden und so weiter. Aber vielleicht auch nochmal. Ich will jetzt nicht dazu anraten, technisch falsche Impressen hier zu generieren. Aber die Abmahnungen für so etwas sind echt runtergegangen. Also man denkt, mit der DSGVO ist alles schlimmer und so weiter. Nee, es ist so, dass nur noch wirklich direkte Wettbewerber einen hier überhaupt abmahnen können. Und gerade so diese falsche Impressumsabmahnungen, die sind quasi nicht mehr existent aktuell. Okay, also. Ne, wir finden den ganzen Kram hier unter Landingpages und statische Vorlagen. Und diese statischen Vorlagen sind genau das, Impressum und Datenschutz, quasi diese Hauptseiten, die man benötigt. Wenn Sie zum Beispiel sagen, hey, das Impressum lege ich noch hier ein, Datenschutz will ich auf mich selber verlinken, dann kann ich das immer auch über eine normale Bearbeitung des Footers oder durch irgendwelche Menülinks, die ich hier in die Seite einbauen kann. Ja? Also. Gucken, ob ich das hier mal auf die Schnelle hinbekomme. Wiebke, gerne reingrätschen, wenn was ist. Also ich würde jetzt einfach über Menü gehen, würde hier unten Menü reinziehen, würde auf Menü bearbeiten gehen, neuer Eintrag und dann nennen wir das mal Datenschutz, Datenschmutz, Datenschutz. Die URL, nehmen wir mal ganz simpel. Wo finden wir hier unseren Datenschutz? Datenschutz ist hier. Slash Datenschutz. Ich wollte es gerade sagen. Wir bleiben hier, zack. So, Titel brauchen wir nicht. Oh, fertig. So, jetzt haben wir hier schon mal im Footer einen Datenschutz eingefügt. Sehr Ja? schön. Linkfarbe kann man natürlich auch verändern. Genau, alles verändern. So, jetzt komme ich wieder hier zu den Fragen. Wow, es kommen einige rein. Okay. Ich klicke die Zeile an im Blog, aber es passiert nichts. Sehr schwer nachzuvollziehen. Also eine wichtige Lektion hier, benutzen Sie auf jeden Fall den Google Chrome Browser und arbeiten Sie im Vollbildmodus. Das ist erstmal das Wichtigste. So, Und die nicht Länder. nur anklicken, sondern auch geklickt halten und drüber ziehen. Was meint? Ach so, Drag ja and drop. genau. Genau, Drag and Drop. Also wenn es darum geht, Blöcke in die Page reinzuziehen, ja, Drag, dann muss man den quasi anfassen, die Maus gedrückt halten und dann rüberziehen. Wiebke, mach mal deinen Ton aus. Die Landingpage veröffentliche ich dann zum Beispiel auf meiner eigenen Seite. Nein, haben wir beantwortet, das ist eine eigene URL.
Man könnte auch solche Sachen machen mit irgendwie im iFrame öffnen, aber ich würde da nicht zu viel technischen Schnickstack machen. Das ist beantwortet. Einbettung in die Homepage. Die Frage ist die falsche. Das ist schon. Pretty Links. Stefan Hund. Hier ganz wichtig. Mit diesen Link-Shortenern, die würde ich mir erstmal versuchen, komplett abzugewöhnen und nur noch in Ausnahmefällen zu nutzen. Die werden mittlerweile ganz oft geblockt in E-Mails und in Browsern und wo auch immer. Also Link-Shortener, vorsichtig mit sein. Das heißt, meine Landingpage hat dann so eine eigene Domain. Okay, dieses Thema Domain, wie gesagt, behandeln wir separat. Da gibt es hier intern gerade unterschiedlichste Infos. Wenn ich selbst Bilder hochlade, muss ich die vorher im Datenvolumen verkleinern? Wäre sinnvoll. Also ja, die Frage wäre, ist berechtigt, wenn ich da jetzt Bilder reinhaue, die 20 MB haben, dann ist das nicht gut für ein Bild. Es wird auch nicht erlaubt. Ich glaube, 8 MB ist die Maximalgröße, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Steht aber da. Also Daniel, du kannst ja einfach mal auf das Bild klicken, was du da neben dein Formular hast und dann sagen, Bild ändern. Bild ändern. Und wenn du sagen würdest, hochladen. Na, dann öffnet er hier mal meinen Dateibrowser, was ich nicht will. Aber da würde dann stehen, was die maximale MB-Zahl ist. Okay. Also 8 MB pro Bild sagst du. Bist du 100%ig sicher? Ansonsten einfach ausprobieren. Aber ja, es macht natürlich Sinn, die Bilder so zu verkleinern, dass sie nicht so lange Ladezeiten erzeugen. Weil das ist ja gerade hier das Tolle, was wir hier haben. Ja, wenn man hier nochmal schaut. H-Speed-Test. Mal gucken, ob ich hier mein Lieblings-GT-Metric. Und dann schauen wir uns mal an. Natürlich ist jetzt hier nicht viel auf der Seite drauf. Aber dann kann man gleich mal sehen, wie gut der Kram ist. Wie bzw. wo erstelle ich ein Formular, das zur Kampagne führt? Die Frage ist, also erstmal Punkt Nummer 1, ich drücke es mal so aus. Die Landingpage ist quasi ja ein Formular. Die Behandlung ist ungefähr das gleiche. Wenn ich jetzt nur ein Formular haben möchte, das ich in meine Webseite einbauen kann, dann kann ich das natürlich in der Kampagne genauso machen und hier unter den Ereigniselementen ein Formular erstellen und habe ungefähr die gleichen Funktionen. Also das Formular ist quasi schon in der Kampagne drin und eine Landingpage ist quasi wie ein Formular. Landingpage ist fertig und liegt in der Vorlage. Wie sende ich den Link zu? Wie sendet man einen Link zu? Ja, und zwar man klickt auf die Landingpage drauf. Hier Seiten-URL, die kopieren wir uns mal raus, kopieren und dann brauche ich das hier nur noch einfügen, String V, kann die Seite aufrufen und wir sehen super schnelle Seiten und was sehen wir hier? Hey, hammerhart, 225 Millisekunden, wie gesagt, die Seite lädt so schnell, dass man hier nicht mal, ich habe es einmal ganz kurz hinbekommen, das X zu sehen, aber die Seitenladezeiten sind traumhaft. Ich glaube, da ging es eher auch um die Frage, wenn man jetzt eine Landingpage erstellt hat, eine Vorlage und die jetzt bei Quenten einreichen möchte, wie man das dann auch tun könne. Bitte einfach den Link zu dieser Landingpage an unseren Support senden, support@quenten.com. Und dorthin schreiben, Template-Angebot zum Kauf oder Template-Kaufprogramm, dass wir etwas damit anzufangen wissen. Ich kann so viel sagen, 1:1 eine Vorlage zu nehmen und da die Überschrift zu ändern, reicht nicht. Ja. Auf der anderen Seite sind die Ansprüche auch nicht sonderlich hoch. Also es geht jetzt nicht hier darum, also natürlich kann man auch Vorlagen bauen und vorher eine andere Vorlage als Grundlage zu nehmen für irgendwelche Designelemente. Das muss ich schon von den aktuellen Vorlagen definitiv hier unterscheiden. Ist Single Opt-in mit Quenten technisch realisierbar? Mario Schneider, ist das der Mario Schneider, wo ich seit Jahrzehnten Fan von bin? Oder ist es ein anderer Mario Schneider, den ich vielleicht noch nicht kenne und wahrscheinlich noch ein viel größerer Fan wäre? Nein, Thema Single Opt-in, die Nummer ist um und gelaufen. Man tut sich damit selbst keinen Gefallen, wenn man Single Opt-in umsetzt. Also es geht technisch nicht.
Wie komme ich zu, also wie gesagt, man kann Kunden direkt anschreiben, wenn man sagt, ich will sowas wie ein Single Opt-in haben, kann man sich ein Tripwire, also so ein Fallenangebot machen für 1 Euro. Kunden kann man problemlos anschreiben, Kunden kann man problemlos importieren. Nicht zu große Datensätze, die man als legit, also als okay bezeichnen würde, sind auch in Ordnung. Sowas wie gekaufte Datensätze gehen zum Beispiel gar nicht. Wie komme ich zu dem Texter-Tool von Sam Henney? Link ist schon gepostet worden. Wo ändert man die englischen Wörter ins Deutsche wie Submit-Button? Einfach reinklicken. Ja, also zu der Frage, wie ändere ich jetzt hier den Button? Submit. Ich klicke einfach in den Button rein. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das zu bearbeiten. Wenn ich es hier nicht gleich finde, dann finde ich es hier. Wenn das der Formular-Button ist, genau dann da auf der rechten Seite. Wenn man das Element Button nimmt, kann man direkt reinklicken und den Text da drin ändern. Man kann ja bei dem Formular auch noch die Reihenfolge der Felder ändern, indem man links da auf diese 4 Querbalken klickt und die dann verschiebt. Genau. Genau, okay, die Frage ist auch beantwortet. Ich bin völlig erschlagen, Annette. Warum erschlagen? Haben Sie auch eine strukturierte, knappe Einführung für komplette Anfänger? Ja, in unserem Handbuch. Also hier einfach mal, wie gesagt, docs.quenten.com. Link ist auch im Mitgliederbereich zu finden. Und hier einfach mal nach Landingpage suchen. Und da wird man fündig werden und bekommt eine Anleitung, die liebe Wiebke hier erstellt hat. So, also da ist alles erklärt, Video, Einführung in den Landingpage-Builder, alles also als Text oder als Video gibt es das natürlich auch nochmal als Erklärung. So, also ich kann nur auffordern, wer hier eine Zwille gewinnen will, bitte Link posten. Von welcher Absender-E-Mail-Adresse werden die E-Mails gesendet und auf welche E-Mail kann der Interessent antworten? So, versuche ich darauf auch mal eine kurze Antwort zu geben. So, also E-Mails. Und hier unter E-Mails kann ich Absender-Domains und Absender-Adressen hinzufügen. Also wenn man eigene haben will, dann kann man die einfach hier hinzufügen. Und wir haben auch welche hier selber bereitgestellt unter quenten-mail. Da braucht man das nicht machen, wenn man unter quenten-mail.de absenden möchte. Ansonsten ist es wichtig, dass man hier seine Absenderadresse mal verifiziert. Jetzt kein Thema dieses Videos und vielleicht auch nicht so wichtig für die allererste Mail, aber mittelfristig definitiv ein Thema. Also ja, Sie können eigene Absender-E-Mail-Adressen angeben. Nikolai Spürer, also wie gesagt, die Übertragung hängt immer wieder. Ich bekomme relativ wenig. Wir haben hier 2 Punkte. Einmal muss ich richtig senden und dann müssen Sie auch richtig empfangen. Und ich glaube, dass da manchmal das Problem sein kann. Und gerade wenn man so viele Fenster offen hat und wir sind hier in so einem Stream, dann kann das auch manchmal sein, dass die Leitung eigentlich okay ist. Ich vermute, das war bei Mario das Problem. Aber der Rechner vielleicht ein bisschen überlastet ist. Jetzt wird Mario sagen, nein, ich habe den allerneuesten Mac, kann überhaupt nicht sein. Ich war es nicht. So, reicht da nicht der Link? Jetzt fehlt mir hier. Reicht da nicht der Link zu meinen Impressen auf der Homepage? Hat mir beantwortet. Mir hat es den Titel nicht genommen. Kann ich nicht folgen. Also nicht genommen. Wie gesagt, Drag and Drop reinziehen. Ich probiere es auch nochmal hier einmal zu zeigen. So, ich klicke hier in die Seite rein. Gehe auf Vollbild. Und ich will jetzt hier noch eine andere Headline reinziehen und dann ziehe ich die rein und dann ist sie da. Ja, also ich kann die Headline reinziehen. Manchmal kann es sinnvoll sein, das in eine extra Row zu machen, also in eine extra Zeile und das dann da reinzuziehen. Da habe ich nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, was ich da wie veranstalte. Also man sieht hier die Hand, Drag and Drop und dann kann ich das rüberziehen an die richtige Stelle, loslassen und dann ist es da. So, jo, wir sind schon 1,5 Stunden dabei. So, also es freut mich erstmal, dass so viele Fragen hier reinkommen und dass immer noch über 100 Leute dabei sind. Wow, also das zeichnet Sie schon aus. Nutzen Sie diese Information und setzen um. So, Magda Bleckmann fragt, im Vergleich zu Clicktip, habt ihr da auch alle Features, was aussehen
was aussehen, den Landingpages ist hier besser. Ich möchte jetzt an dieser Stelle keinen generellen Vergleich zu einem speziellen Anbieter hier fortführen. Wenn du Clicktip kennst oder einen anderen Anbieter kennst, dann kannst du hier den Vergleich sehr machen. Ich kann nur so viel sagen. Wir bei Quenten haben ein paar Besonderheiten und das sind die Besonderheiten, wofür uns unsere Kunden lieben. Erstmal, wir haben einen super Support. Dann steht bei uns Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle und ich glaube, das sieht man auch, wenn man sich durch die Software durchklickt. Wir sind preistechnisch am unteren Ende des Machbaren. Also wenn man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern wirklich Funktionen gegenüberstellt, sind wir megamäßig preiswert. Und ich glaube, wir sind der sympathischste Anbieter auf dem Markt. Also viele, viele Gründe hier zu uns zu kommen und auch an dieser Stelle vielleicht einfach mal ausprobieren. Dann kann man sich auch selber mal ein Bild machen, ob man lieber mit einem anderen Tool arbeiten möchte oder mit uns. Wie speichere ich eine geänderte Vorlage meine Landingpages? Also egal, wo ich hier bin, ich kann immer diesen Button hier links benutzen, als Vorlage speichern. Neue Vorlage, Demo, FAQ. Und dann kann ich die speichern. Und dann habe ich die unter den Vorlagen gespeichert und kann die dann logischerweise hier unter Vorlage laden. Landingpages. Achso, hier meine Vorlagen. Ja, da ist sie direkt da. Also so speichert man eine Vorlage. Man kann hier auch den Umweg gehen. Ich empfehle alles immer aus dem Campaign Builder herauszumachen, aber ich kann hier auch über Kampagnen und unter Vorlagen mir hier die Vorlagen anlegen. Also es ist gehopst wie gesprungen. Wenn ich wirklich nur Vorlagen anlegen will, dann kann ich das auch über diesen Weg hier machen. Ich gebe den Titel ein, dann auf Vorschau und der Titel ist weg. Okay, Heinz, müssen wir uns im Detail nochmal anschauen. Wie verknüpfe ich mein Kontaktfeld mit der E-Mail-Marketing-Kampagne? Entschuldigung. Homeoffice mit Hunden. Johann Schulz, Entschuldigung, ich verstehe die Frage nicht ganz. Vielleicht, Wiebke, verstehst du die? Wie verknüpfe ich mein Kontaktfeld mit der E-Mail-Kampagne? Also vielleicht ist damit gemeint, wie ich jetzt aus der Landingpage dann in die Kampagne komme. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich verstehe die Frage nicht. Also wenn ich ein Kontaktfeld angelegt habe, dann kann ich das einem Formular oder einer Landingpage, was einem Formular sehr nahe kommt, hinzufügen. Also wenn ich irgendwelche speziellen Fragen habe, keine Ahnung, wie ist Ihre Schuhgröße und das ist für Ihren Funnel wichtig, dann können Sie das in einem Formular mit abfragen. Wo finde ich die URL zur erstellten Landingpage? So, auch nochmal zeigen. Zack. Wenn ich die Landingpage bearbeite, dann finde ich hier den Punkt Seiten-URL. Also hier ist diese URL, die kann ich auch bearbeiten, wenn ich möchte, und mit diesem grünen Button hier einfach in die Zwischenablage kopieren. Funktioniert aber natürlich erst, wenn die Kampagne veröffentlicht wurde. Und wenn man nach der Veröffentlichung der Kampagne noch weitere Änderungen an der Landingpage vornimmt, muss man halt auch wieder nicht nur die Landingpage speichern, sondern auch die Kampagne erneut veröffentlichen, damit die Änderungen auch live übernommen werden. Das kann in seltenen Fällen auch bis zu 5 Minuten dauern, bis alle Änderungen live sind, aber genau, immer wieder die Kampagne veröffentlichen, nicht vergessen. Ich glaube, das ist, ich mache ja nicht so viel Support, aber das ist vermutlich der Klassiker, dass man irgendetwas baut und die Kampagne dann nicht veröffentlicht hat. Also das muss man sich merken, sobald ich irgendwelche Sachen geändert haben möchte, dann immer auch veröffentlichen danach. Und wenn ich sie nicht initial veröffentlicht habe, also ganz am Anfang einmal, dann funktioniert auch die URL nicht. Dann kommt man nicht auf die Seite. So, Bildlimit steht bei 12 MB. Super. Gibt es Vorlagen für die Prozessketten? So, ja, die gibt es. Und zwar, wenn ich jetzt hier auch im Handbuch bin, das sind übrigens die Funnel, die wir versprochen haben, und man sucht hier nach Kampagne importieren. Findet man hier was? Kampagne importieren. Und dann findet man einen ganzen Haufen fertiger Funnel. Ja, also vom Schwierigkeitsgrad ist das, der hat sich hier ein bisschen verirrt, die Terminvereinbarung, aber da so ungefähr steigt der Schwierigkeitsgrad.
Wenn ich jetzt also ein Autowebinar aufsetzen will, dann kann ich hier einfach raufklicken, sehe hier die fertige Autowebinar-Kampagne und kann diese mit 2 Klicks in meinen Account importieren und dann ist die schon da. Also einfach im Handbuch nach Kampagne importieren suchen, auf Kampagne importieren klicken und schon sieht man diese Kampagnen. Übrigens im umgekehrten Fall an dieser Stelle. Erstmal, ich spare mir jetzt meine Witze, aber wenn Sie zum Beispiel fertige Business-Lösungen wiederum an andere verkaufen wollen, dann können Sie bei uns einen Enterprise-Account buchen und dann können Sie Kampagnen bauen, die Sie dann wiederum exportieren und Ihren Kunden dann solche Importkampagnen zur Verfügung stellen. Also sprich, zum Beispiel, Sie machen ein Konzept zum Thema Affiliate-Marketing, können Sie ganz viele E-Mails vorschreiben zu den unterschiedlichsten Affiliate-Produkten, eine Landingpage davor schalten oder ein Formular oder was auch immer, bestimmte Prozessketten abbilden und das als fertiges Business-Setup verkaufen. Und es wird sogar noch besser, je nachdem, wie Sie das aufsetzen, haben Ihre User dann einen schönen Import-Dialog, wo man zum Beispiel eine Digistore-Affiliate-ID oder eine Filigon-Affiliate-ID eingeben kann und die wird dann überall richtig gesetzt. Das mal hier so nebenbei erwähnt. So, entsteht die Danke-Seite von selbst. Bei der Danke-Seite haben wir eben diese vielen Optionen. Ja, also, wir haben also bei der Danke-Seite der Landingpage unterschiedlichste Optionen. Und zwar haben wir einmal so eine Nachricht. Das ist quasi eine super vereinfachte Seite von uns schon erstellt. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Webadresse einzugeben oder also einen anderen Link. Ja. Oder ich kann hier einfach auch wieder meine eigene Danke-Seite oder Bestätigungsseite bauen. Ja. Genau das Gleiche ist eben hier. Hier muss ich auch irgendwo eine Danke-Seite einrichten. In der Regel will man die Leute direkt danach, nach dem Klicken auf den Link der Bestätigungsmail, auf eine Landingpage schicken. Das ist in der Regel das, was man will. Dann könnte ich mir eine Webadresse nehmen und dann könnte ich mir hier, ich sag mal, von irgendeiner anderen Landingpage, die ich gebaut habe, die URL eintragen. Ich kann hier eintragen, zack, da kann auch Kontaktinformationen anhängen und dann speichern klicken und dann landet man da. Und man sieht hier wieder, wir haben eine Änderung gemacht. Änderungen müssen veröffentlicht werden. So, habe euch eben eine einfache Landingpage erstellt und gemailt. Super, super, vielen Dank dafür. Kontaktformular mit E-Mail-Kampagne verknüpfen. Wie? Kontaktformular mit E-Mail-Kampagne. Also das ist, ich habe es gezeigt hier und dann ziehe ich hier einen Pfeil zur Bestätigungsmail und schon ist es verknüpft. Ja. So einfach wird das verknüpft. Man muss immer wissen, die Pfeilrichtung ist immer die Flussrichtung des Kontaktes. Also er trägt sich hier ein, bekommt die Bestätigungsmail. Da muss er den Link klicken, dann rutscht er hier rein. Und nur mal so als Info nebenbei, dieser Button hier, Statusmodus, der ist magisch. Hier kann ich mir also wirklich anzeigen, was wie passiert ist. So, ich veröffentliche das. Wenn ich dazu noch kurz was ergänzen darf, man muss jetzt auch aufpassen, weil das Ereignis-Element Formular braucht es nicht, wenn man die Landingpage benutzt, weil die Formulare in der Landingpage sozusagen dieses Ereignis-Element Formular komplett ersetzen. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel eine WordPress-Seite haben oder irgendwo anders eine Seite haben und da ein Quentenformular einbinden wollen, dann nehmen Sie das Ereignis-Element Formular, richten sich das ein, wie sie es haben wollen und dann gibt es da drin einen Code-Snippet, den sie dann auf ihrer Seite einbinden. Wie gesagt, brauchen sie nicht, wenn sie das Ereignis-Element Landingpage benutzen. Danke. So, also erstmal schön, ich bin beeindruckt über die rege Teilnahme hier, selten so erlebt. Sascha Reuter, der Name ist mir auch bekannt. Herr Schulz, ich hoffe, die Frage ist jetzt beantwortet zum Thema E-Mail-Formular. Ich bin im MLM tätig. Kann ich meine Kampagne an mein Team weitergeben? Ja, das kannst du mit einem... wo habe ich das jetzt? Da. Das kannst du mit einem Enterprise-Account. Kann ich auch gleich die Preise sagen?
ab 160 Euro pro Monat geht's los bis 15.000 Kontakte. Also gerade diese Exportfunktion, das ist eigentlich somit das letzte wirkliche Enterprise-Feature, was da irgendwie steht. Also da wird die Luft sehr dünn. Der Pro-Account, der kann eigentlich schon fast alles. Also die Antwort ist ja mit dem Enterprise-Account. Stefan Hund fragt, wenn ich diesen Funnel nehme und bei Digistore einen Tag vergebe, der hört bei mir schon auf, kann ich diese Mail-Adresse mit dem Tag in einem anderen Funnel aufnehmen? Ja, kannst du. Du kannst hier, egal wo du es siehst, du kannst auf eine Tag-Änderung reagieren. Du siehst hier dieses Item, Tag geändert. Und da könntest du dann sagen, hey, hat Tag so und so bekommen. Aber die Frage ist, glaube ich, nicht richtig gestellt, weil es gibt wenig Gründe, warum ich in Digistore eine Tag-Änderung machen sollte, um dann auf diesen Tag zu reagieren. Ja, also hier könnte ich zum Beispiel sagen, hey, wenn jetzt jemand diesen Tag bekommen hat, Angebot raus, dann beginne hier und kann ich da anbauen mit irgendwelchen Kampagnen und so weiter. Ja. Wenn es jetzt aber darum geht, um die Standardfrage, die hier, glaube ich, gerade gestellt worden ist, dann glaube ich, es wäre die richtige Antwort, ich nehme einfach direkt mein Digistore-Item und ziehe das hier rein und arbeite damit. Und wenn ich jetzt hier eine Tag-Vergabe machen will, dann mache ich die tendenziell innerhalb von Quenten. Also innerhalb von Digistore-Tags vergeben, brauche nicht. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wiebke, du wolltest was hinzufügen? Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, offensichtlich kann man auch in Digistore Tags vergeben, aber die werden nicht an Quenten gesendet. Deswegen, so wie du gerade sagtest, Tags bitte dann in Quenten anlegen und dort damit arbeiten, weil dann kann man eben auch auf Vergabe und Wegnehmen und so weiter reagieren. Wie sicher bist du, dass der Tag nicht bei uns an uns übertragen wird? Zu 100%. Okay, alles klar. Frage beantwortet. So. Wenn ich auf meiner Webseite eine Anmeldung. Wenn ich auf meiner Webseite ein Anmeldeformular habe für die Anmeldung zum Newsletter, dann ist das ja ein anderer Weg, der den Lead ins System bringt. Richtig. Arbeitet das alles zusammen? Ja. Also einfach ein Quentenformular nehmen und das dann in die Webseite einbauen für die Newsletter-Registrierung. Also, das ist ja eigentlich die Grundidee hier. Oder alternativ, es gibt ja auch noch andere Landingpage-Bilder wie Joomla, Wix oder wie sie alle heißen. Da kann man auch deren Formulare nehmen und den HTML-Code bzw. Raw-HTML-Code unseres Formulars dort einbinden. Auch dann werden die Kontakte zu Quenten geschickt. Aber natürlich, also die Grundidee von Quenten ist, das Zuhause aller businessrelevanten Daten zu sein. Da haben wir noch einen Weg vor uns, aber mindestens alle Kontaktdaten sollten hier zusammenlaufen. Kann ich Affiliate-Links einfügen, Sascha Schmidt? Wo? In die E-Mails? Auf deinen Seiten? Natürlich kannst du das. Ja. So, fertig, aber ich finde keinen Link zur Landingpage. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug erklärt, Johann. Also der Link zur Landingpage, ich mache es noch einmal. Link zur Landingpage, wenn ich hier drin bin, dann sehe ich hier die Seiten-URL. Das ist der Link zu deiner Landingpage. Ja, das ist der Link zu deiner Landingpage. So, danke, wollte ich wissen. Nein, Christoph Schmidt, bei dem Enterprise-Account gibt es im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern von uns keine Einrichtungsgebühr. Gibt es auch dynamischer bzw. bewegter Hintergrund? Parallax-Scrolling? Mir nicht bewusst. Ich kann mal gucken. Wiebke, hast du irgendwelche Tipps zum Thema Hintergrund? Hintergrundfarbe. Man kann Hintergrundbild einfügen. Daniel, du erinnerst dich vielleicht, da hatte ich doch mal eine schöne Vorlage gebastelt. Wo waren das? Allgemein. Oder war das bei der. Nee, das war bei Zeile. Aber da musst du halt wirklich alle Blöcke in eine Zeile packen. Dann darfst du nicht mit mehreren Zeilen arbeiten. Geh mal auf Zeile. Ja. Und jetzt ziehe ich mal einfach was rein. Ich ziehe es mal hier oben. So, dann markier mal die Zeile. So, ja. Und dann hast du Hintergrundbild der Zeile, der dritte Punkt. Genau. Okay. Anmachen, Bild ändern und dann hier kannst du sagen. Seite, genau. Zwei. Du kannst aussuchen, ob das außerhalb sein soll oder innerhalb. Also entweder gesamte Breite oder mittig. Ja.
Aber die Frage zu beantworten, nein, solche fancy Effekte gibt es hier wahrscheinlich nicht. Nein. Oder? Wiederholen, mittig. Nee. Aber das sind auch, ich sag mal, das sind genau die richtigen Fragen, um am falschen Problem zu arbeiten. Ja, also denke hier nicht in erster Linie daran, dir eine schöne Webseite zu erstellen. In erster Linie geht es darum, eine Botschaft auf dieser Webseite zu platzieren, sodass sich auch möglichst viele Leute eintragen oder je nachdem, wenn man daraus eine Verkaufsseite macht, möglichst viele Leute kaufen. Stunden um Stunden hier an dem Design zu hängen, bringt nur was, wenn man uns das Template verkaufen will. Ja? Also in dem Fall unterstreiche ich das nochmal. So, ich hoffe, ich habe es beantwortet. So, ich will zu meinem Text auf einen Produkt hinweisen über Affiliate-Link. Du kannst überall deine Links hinpacken, Sascha, wo du gerne möchtest. Boah, das muss ich erstmal finden. Ich weiß nicht, was er meint, aber naja, okay, wir haben es. Ging um den Seitenlink. Ach so, okay, ja, alles klar. Der ist gefunden worden. Ich denke mal, in diesem Sinne sind wir hier, glaube ich, auch fertig. Ich weiß nicht, Wiebke, hast du die Links registriert? Also, ich sag mal so, ich will es noch nicht übertreiben. Wenn Sie jetzt hier Ihren Link noch nicht reingepostet haben, schicken Sie uns den bis, ich sag mal, heute, schicken Sie uns den heute noch per, nee, wir bleiben dabei. Die Links werden hier in den Kommentaren gepostet. Wenn einer, diese oder eine der 5 E-Mails haben möchtest oder insgesamt 8, nicht E-Mails, 5 Steinschleudern, der insgesamt 8 Steinschleudern, dann unbedingt den Link zu der Landingpage als Kommentar hier posten. Das hat auch was damit zu tun, dass andere auch mal sehen, was sie für eine tolle Seite gebaut haben. Leadpage fertig, gerne den Link hier reinposten und sich damit dann eine 50-Euro-Zwille sichern. Wiebke grätscht mir wieder rein. Ja, kann ich gut, ne? Der Arno Bayer hatte uns nämlich freundlicherweise schon einen Link geschickt im Ticketsystem. Ich bin mal so frei und poste den hier. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, und poste ihn. Es ist sehr zeitverzögert. Ja, ich So, sehe ihn da schon. ist er. Dann könnten wir uns den wenigstens schon mal anschauen. Hey, ja, das ist doch was. So, buche einen Termin und dann zu deinem Termintool. Ja, das ist doch mal eine Landingpage. Genau das wollen wir sehen. Hier vielleicht auch mal, vielleicht nutzen wir die Zeit jetzt, dass ich mal hier ein bisschen Feedback dazu geben kann. Das mache ich doch hier gerne. Also, wenn ich mir diese Landingpage hier anschaue, ich übertrage mal wieder mein Bildschirm. Zack. Share. Wo bin ich? Wo bin ich? Da. So. Also, ich persönlich würde mal aufpassen, dass hier in diesem oberen Bereich nicht so viel Platz ist. Also, ich würde dieses Logo tendenziell in eine eigene Zeile packen. Habe ich übrigens gestern Anschiss von Christian bekommen. Also ich würde hier erstmal oben und unten dieses Logo bearbeiten und zurechtschneiden. Ich sehe, es ist ein größeres Bild. Übrigens, das Bearbeiten kannst du auch in unserem Landingpage-Bilder machen. Ja, wir sehen jetzt hier das Bild. Bild bearbeiten. Und dann kann ich das hier zum Beispiel beschneiden. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, hier ist mir rechts und links zu viel weißes Feld. Und dann kann ich das bearbeiten. Ich kann hier wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen aufheben und was weiß ich was. Und dann kann ich das auf jeden Fall anwenden und speichern und dann kann ich das Bild bearbeiten. Also das wäre erstmal Tipp Nummer 1. Das würde ich bearbeiten und kleiner machen. Vielleicht oben links oder oben rechts hinpacken. Dann, dass die eben diese ganze Headline hier ein bisschen weiter nach oben rutscht. Also erstmal, wie gesagt, wir haben dieses Thema unterschiedliche Bildschirmgröße. Und ich sitze hier gerade auf so einem, ich glaube, also einem Laptop mit mittelgroßem Bildschirm. Ja? Im besten Fall sieht man immer alles schon, ohne scrollen zu müssen. Das ist der Tipp. So, ich führe dich kostenlos vor. Buche dazu ein. Ja. Super. E-Mail-Marketing-Spezialist. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ist eine Landingpage, ja, ist eine super Landingpage. Sieht gut aus. Wäre so richtig auch mein Stil, den ich empfehlen würde. Also wie gesagt, wer das hier nutzen will und ein kleines Feedback bekommen will,
dann gerne hier reinposten. Wenn ich meine Domain nicht verifizieren lassen kann, da sie zu einem großen Unternehmen gehören, welche Auswirkungen hat das? Also, wenn es deine Domain ist und die gehört zu einem großen Unternehmen und du kannst sie nicht verifizieren, dann beißt sich hier was schon. Ich glaube, also das geht dann schlichtweg nicht. Und für mich hört sich das auch so an, als wenn du nicht von dieser Domain aus versenden solltest. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall gewünscht ist. Wenn man eine Domain selber besitzt, dann hat man auch die Möglichkeit, sie zu verifizieren. Wenn man das technisch nicht hinbekommt, dann kann man auch an unseren Support herantreten, uns einmal die Zugangsdaten zuschicken und dann können wir gerne die Domain-Verifizierungen übernehmen. Es wäre schlecht, von einer Domain abzusenden oder von einer Absenderadresse abzusenden, wo man davon ausgeht, dass das nicht gewollt ist. Also das kann Auswirkungen auf die Zustellquote haben. Okay, komm, Fragen links. Wer will noch ein Feedback zu seiner Landingpage? Noch sind wir da. Wir sind jetzt hier schon fast 2 Stunden dabei. Ich denke mal, wir geben der Sache jetzt noch hier maximal 6 Minuten, tendenziell weniger. Wenn jetzt nichts reinkommt, dann würden wir diesen FAQ-Call beenden. Übrigens, wir werden die nächsten Tage noch weitere Calls dieser Art hier für Sie veranstalten. Also wenn noch Fragen sind, dann gerne reinposten. Ich glaube, wir haben eine Menge beantwortet. Man kann natürlich immer noch, man kann vom Kleinen ins Kleinste kommen und alles Mögliche nochmal in der Tiefe erklären. Das werden wir auch nochmal machen. Aber in der Regel gibt es ein kleiner Tipp hier an dieser Stelle. Einfach machen. Und mit dem Anspruch, dass nicht alles perfekt sein wird oder perfekt sein kann. In der Regel können Sie Quenten nicht kaputt machen. Also haben Sie keine Angst, irgendetwas zu machen und zu speichern und so weiter. Ich glaube, das ist wenigen Kunden gelungen, dass die hier uns abschießen oder sowas. Also man kann nichts kaputt machen, einfach loslegen und die Konzentration auf das Wichtigste überhaupt zu setzen. Wenn Sie Kundendaten haben, dann importieren Sie jetzt diese Kundendaten und schreiben die doch mal an. Schicken Sie die vielleicht auf eine Landingpage, die Sie sich gerade gebaut haben. Nur mal so als kleine Quick-Fix-Idee, wie man hier Quenten super schnell in Umsatz verwandeln kann. Und wenn man noch gar keine Leads hat, dann wird es Zeit, welche zu gewinnen. Bauen Sie sich eine Landingpage auf und posten Sie... Entschuldigung. Wie gesagt, Hunde, bauen Sie eine Landingpage auf und posten Sie den Link doch mal einfach auf Instagram. Ja, ich glaube, da lassen sich Links so schlecht klicken, aber in deiner Story lassen sich mittlerweile auch Links klicken oder auf Facebook oder wo auch immer, dass sich einfach mal ein paar Leute eintragen und schalten Sie vielleicht auch mal ganz knallhart eine Werbung bei Facebook. Ein bisschen auf die Richtlinien dort achten, wenn Sie das noch nie gemacht haben, dann denken Sie immer, dann haben Sie im Kopf, Es sollten auf jeden Fall keine nicht nachweisbaren Versprechen gemacht werden und es sollte im allerersten Schritt ein bisschen sachlicher sein, als man das am Anfang vielleicht so macht. Gerade das Werbekonto eröffnen und eine Landingpage dort bewerben mit 3 Wörtern drauf. Das würde ich nicht empfehlen. Also schon so ein bisschen so Überschrift, vielleicht 1, 2, 3 Aufzählungspunkte, Formular daneben. Vielleicht noch ein bisschen Erklärung, wer sind Sie und damit dann loslegen. Wenn Sie schon ein Konto haben, was eine gute Reputation hat, dann können Sie hier ein bisschen mutiger sein. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verantwortung darüber, dass Ihr Facebook-Konto für immer aktiv bleibt, dieses Risiko besteht. Wir haben es auch immer erlebt, wir haben es auch letztes Mal wieder erlebt, war das ganze Konto zu, aber in der Regel lässt sich sowas lösen. Aber ich kenne auch Fälle, wo es sich eben nicht immer lösen lässt. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Werbung für Alkohol macht, gegen irgendwelche Richtlinien verstößt, zum Beispiel beim Thema Abnehmen, dieses Vorher-Nachher-Bilder, das geht gar nicht. Wenn Sie sagen, nehmen Sie an meinem MLM-Pyramidensystem teil, ich weiß, dass es unterschiedliche Sachen sind, ich will es nur überspitzt darstellen hier, dann kann das auch sein, dass man da ziemlich schnell seine Klatsche bekommt. Und auch Bewerben von direkten Affiliate-Links ist unter Umständen eine kritische Sache, weswegen es als Affiliate mittlerweile doppelt sinnvoll ist, hier eben eine eigene Landingpage zu bauen und erstmal den Lead zu generieren, um dann seine Affiliate-Werbung an diese gewonnenen Kontakte zu versenden. So, ich schaue nochmal nach. Es kommt die ganze Zeit Heinz
Wie gesagt, wende dich nochmal anders an unseren Support und wir werden dir helfen. Die ganze Zeit über die Frage nach dem Link. Wir finden dafür schon eine Lösung. Auf jeden Fall bin ich jetzt deutlich schlauer, sagt der Sascha. Das freut uns sehr. Super Live-Session. Für mich zum Video zum Nachvollziehen freut uns sehr. Und man sieht es auch hier an der Bleiberate. Wir sind noch immer jenseits der 100 Teilnehmer, was wirklich, wirklich mega ist. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Wie gesagt, achten Sie ein bisschen auf Ihre E-Mails oder loggen Sie sich auch regelmäßig in den Account ein. Ganz wichtig. An die Kunden versenden wir relativ wenig E-Mails. Dazu haben wir eine Facebook-Gruppe, die heißt Quentenaustausch. Vielleicht, Wiebke, kannst du auch nochmal den Link zu dieser Facebook-Gruppe hier posten. Wir haben eine Facebook-Fanpage, wo wir auch Informationen drüber teilen, wenn man ein bisschen up-to-date bleiben möchte. Und wenn so wichtige Nachrichten sind, dann blenden wir die in der Regel auch im Account ein. Also wenn Sie sich neu einloggen und wir haben Ihnen etwas Wichtiges zu sagen, dann finden Sie hier, ich habe die jetzt hier weggeixt, dann finden Sie hier drüber so eine fette Nachricht. Also auch vielleicht zu der Challenge von heute war so eine fette Nachricht da. Also regelmäßig einloggen lohnt sich für die ganz, ganz, ganz wichtigen Informationen hier. So, das ist Groups Quenten, danke Seite der LP, sieht seltsam aus. Was ist hier falsch? Ich kann nicht ganz folgen. Ich denke, jetzt müssen wir auch langsam mal zum Schluss kommen. Wenn Fragen sind, wir sind für Sie da. Nutzen Sie das Ticketsystem, vielleicht kleine Sachen hier und da mal im Chat. Vielleicht auch noch mal eine wichtige Info an dieser Stelle. Für jeden ist Telefonsupport frei. Wiebke schreit Hurra mit ihrer Stimme und alle freuen sich bei uns. Im Moment bis zum 12.12. schalten wir für alle Kunden und für alle Tester Telefonsupport frei. Also wenn Sie Fragen haben, können Sie uns auch gerne anrufen. Meistens hilft ein guter Screenshot und eine kurze Erklärung. Wenn Sie uns ein Support-Ticket schreiben, glauben Sie mir, sparen Sie sich die lange Geschichte drumherum. Kommen Sie gleich zum Punkt. Sagen Sie, mein Problem ist das und wie kann ich das lösen? Und im besten Fall bei so einer Supportanfrage auch nicht 10 kompliziert verschachtelte Anfragen stellen. Es ist wirklich, wirklich eine schwere Sache. Ich meine, ich bin nicht jeden Tag im Ticketsystem, aber es ist teilweise wirklich schwierig, wenn man dort einen zweiseitigen Aufsatz bekommt. Das macht die Sache schwer. Kommen Sie zum Punkt, da müssen auch nicht so 1000 Höflichkeitsformen einhalten und so können wir Ihnen am schnellsten helfen und dann freuen wir uns auch darauf, Ihnen zu helfen. Und wie gesagt, Telefonsupport ist frei. Chat können Sie probieren. Da kann ich mache viel den Chat oder relativ viel. Tagsüber macht das Silvio und Wiebke auch des Öfteren. Und in der Regel ist es so, die meisten Support-Anfragen kann ich leider nicht über den Chat beantworten, weil ich sitze hier am Handy und kann dann da mich nicht einloggen und nach irgendwelchen E-Mail-Adressen gucken und so weiter. Deswegen ist das normale Ticketsystem oder die normale E-Mail-Adresse mit am besten. Toller Workshop, danke. Genauso freut es mich, dass ich es jetzt hier beenden kann. Ich hoffe, wir haben einige motiviert. Bitte, bitte erstellen Sie eine Landingpage. Posten Sie den Link und sichern sich so eine Zwille. Wir werden Sie informieren oder Ihnen gleich ein Paket zuschicken. In diesem Sinne, auch nochmal vielen Dank an Wiebke, die eigentlich nicht ins Büro gehört, aber die Technikverantwortung hier hatte und wir haben sie genötigt, dabei zu sein. Also sie hat quasi ihren Blutzoll bezahlt. Seien Sie so nett und erstellen Sie eine Landingpage. Da tut sie auch Wiebke eingefallen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, es kommen weitere Challenges. Ja, auch von mir vielen Dank und euch allen einen schönen Abend. Und wenn noch Fragen sind, wie gesagt, an den Support oder schreibt uns auch gerne einen Kommentar. Und nicht vergessen, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Ciao.